Hallo liebe Leute und ganz herzlich willkommen zu einer Premiere hier auf meinem YouTube-Kanal der Reizeffekt, klare Kante gegen dumpfe Parolen. Und zwar haben wir heute das Vergnügen, das erste Reiz-Reaction-Video gemeinsam zu erleben. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Das soll demnächst auch ein fester Bestandteil meines Kanals werden, dass ich eben auf andere Videos aus YouTube oder anderen Quellen reacte. Das habe ich auch vor, demnächst mit euch live zu tun, weil ich bin mittlerweile in den Stand versetzt, dank eurer Mithilfe und dank der vielen neuen Abonnenten, denen ich an dieser Stelle auch ganz herzlich danken möchte, demnächst Livestreams aufzunehmen. Und da können wir ja gerne auch da mal gemeinsam ein Reaction-Video anschauen. Und ja, ich bin gespannt, wie euch das hier gefallen wird. Wir werden uns heute einmal mit einem Video von Martin Sellner himself befassen. Martin Sellner ist, für alle, die es nicht wissen sollten, der Kopf der sogenannten identitären Bewegung in Österreich, aber auch deren Schrittmacher hier in Deutschland und einer der führenden intellektuellen Köpfe der sogenannten Neuen Rechten. Das Lustige ist, Martin Sellner hat ein Reaction-Video oder besser eine Reaction-Video-Ankündigung aufgenommen aus Anlass meines Videos über die identitäre Bewegung, die ich als rassistisch und rechtsextrem bezeichnet habe, was viele, viele IB-Anhänger natürlich dann ziemlich angepisst hat. Es gab die letzten Tage deswegen auch heftige, heftige Shitstorms auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich habe also bestimmt 2-3 Dutzend Anschreiben bekommen von wüsten Beschimpfungen, ja, und fand das sehr lustig. Auf 1-2 habe ich auch dann öffentlich reagiert, unter anderem auf Instagram. Andere habe ich einfach dann direkt gelöscht. Die Mods hier auf meinem Kanal haben da auch ganze Arbeit geleistet, indem sie die ganzen Pöbler dann einfach vor die Tür gesetzt haben. Weil da muss man ganz klar sagen, es kann jeder seine Kritik äußern, es kann auch jeder anderer Meinung sein, es kann mich auch jeder sachlich kritisieren. Ich bin auf viele sachliche Einwände auch eingegangen. Aber wer anfängt, dann so direkt loszupöbeln und direkt loszupoltern, der wird vor die Tür gesetzt. Ja, das ist eine Frage der persönlichen Hygiene. Hat auch nichts damit zu tun, dass ich gegen das Recht der freien Meinungsäußerung bin. Ich möchte diesen Leuten das Recht nicht nehmen. Aber in meinem virtuellen Wohnzimmer kann ich entscheiden, wen ich reinlasse und wen nicht. Und da gilt bei mir halt auch eine klare Grenze. Es soll ein gewisses Niveau eben dann aufrechterhalten werden, auch der Gesprächskultur. Und wenn jeder mit Pöbeleien anfängt, dann ergibt ein Wort das andere. Und das zieht dann auch ein Klientel an von allen Seiten, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Und das, denke ich mal, sollte in keinem Interesse sein. Deswegen müsst ihr mir das nachsehen, auch wenn es manchmal lustig ist, dass da nicht alle Trollkommentare dann stehen gelassen werden. Ja? Aber kommen wir jetzt zum Video von Martin Sellner, in dem er ein Reaction auf meinen IB-Beitrag auf meiner Seite ankündigt. Das besagte Video von mir findet ihr im Link natürlich direkt unter diesem Video in der Beschreibung zum heutigen Video. Und könnt da gerne noch einmal reinschauen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Auf jeden Fall darauf reagiert Martin Sellner in seinem heute behandelten Video mit der Ankündigung, demnächst ein ausführliches Reaction-Video aufnehmen zu wollen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's, liebe Leute. Ich stürze mich jetzt einmal todesmutig in die mir völlig unbekannten technischen Gefilde. Bin aber mittlerweile so weit, dass ich einigermaßen weiß, was ich hier tue. Und so können wir dann auch loslegen. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Soll ich mit dem Hitler von Köln auf ein Melange gehen? Das ist die Frage, die ich mir und euch heute in diesem Video stelle, das mal von der täglichen Nachrichtenberichterstattung wieder ein bisschen in die von vielen noch vermisste theoretische Ebene geht. Ich muss mich gleich entschuldigen für den Clickbait, also den Klickfang im Titel. Der Hitler von Köln, das ist natürlich ein ehemaliger Name der Person, um die es heute in diesem Video unter anderem gehen wird, Axel Reitz. Hier muss man sagen, Hut ab, dass er das wirklich direkt richtig stellt und dass er auch direkt sagt, von wegen hier, der ist nicht mehr der Hitler von Köln. Von vielen wird das bewusst unterschlagen, um mich eben an ein schlechtes Licht zu rücken, wenn ich kritisiert werden soll. Und finde ich doch schon mal ganz gut, dass er das macht. Er hat auch dann in der Kanalüberschrift später dann Ex-Hitler von Köln geschrieben. Und das muss man Martin Sellner dann tatsächlich anrechnen. Ne?
der unlängst ein Video über die Identitäre Bewegung, unter anderem über mich, auf YouTube hochgeladen hat. Bevor ich auf Axel Reitz und sein interessantes und wendevolles Leben zu sprechen komme, einige Hinweise pro Domo, also in eigener Sache. So, diese Hinweise können wir uns sparen. Ich habe mir das Video vorher schon mal angeschaut, ist jetzt also keine Live-Reaction darauf. Deswegen spule ich einmal vor. Martin Sellner erzählt hier von seinem Problem mit Deplatforming auf Social-Media-Kanälen. Da bin ich persönlich auch kein Freund von, weil wer linksradikale Kanäle und islamische Hassprediger auf YouTube und anderen Kanälen gewähren lässt, der muss auch einen Martin Sellner aushalten können. Ja, man kann ihn ja inhaltlich kritisieren, man kann ja sagen von wegen, okay, was der da erzählt, ist für mich der größte Bullshit, da möchte ich nichts mit zu tun haben, aber ihn wirklich von allen Kanälen abzuschneiden, verhindert ja nicht, dass er mit seinen Ideen die Menschen erreicht, sondern im Gegenteil, es verleiht ihm ja einen gewissen Status dadurch auch schon. Er kann dann sagen, ich werde zensiert, obwohl ich ja auch nur gewaltfrei für meine Position eintrete. Und da geht also dann der Kampf gegen rechts und der Kampf gegen missbeliebige Meinung meiner Ansicht nach schon viel zu weit. Zumal Martin Sellner auch jemand ist, viele werden sagen, der Wolf im Schafspelz, der sich ja sehr kultiviert und auch sehr höflich und freundlich ausdrückt. Wie gesagt, man muss mit seinen Thesen und seinen Ansichten nicht konform gehen, das tue ich größtenteils auch nicht. Aber ihn also wirklich dann auch YouTube komplett zu verwehren und Facebook und so weiter und so fort, ist schon ein bisschen over the top, wie ich finde. Ja, zumal er dafür meiner Ansicht nach keinen wirklich begründeten Anlass auch gegeben hat. So, dann spulen wir einmal vor. Nicht langweilen mit dieser Exkurs in eigener Sache. Fangen wir an mit dem Thema des heutigen Videos. Axel Reitz, hier in seinen Jugendjahren, bezeichnet als Hitler von Köln, entdeckt als junges Rednertalent, auch ein intelligenter und eloquenter Mensch, wie er auch von sich selbst weiß, werde ich gleich später sehen, stieg rasch hoch in dieser Szene. Ja, man kann natürlich sagen, unter Blinden ist der einäugige König und da gibt es eben wenig Leute, die etwas zu verlieren hätten, beziehungsweise etwas zu erreichen hätten, das konnte man sich dann natürlich auch rasch durchsetzen. So. Da hat er tatsächlich recht. Ja, letztlich war es so, ich bin damals aufgrund meines Fanatismus und meiner Einsatzbereitschaft und meiner rhetorischen Fertigkeiten in der Szene dankbar angenommen worden. Natürlich auch vor allem, weil ich jemand war, der jede sich bietende Gelegenheit genutzt hat, um die eigenen radikalen Positionen und Gedankengänge zum Schlechten zu geben. Das hat mir in der Szene natürlich schnell eine Position verschafft und ermöglicht. Aber man muss dazu sagen, ich bin in der Szene nie unumstritten gewesen. Ja, es werden jetzt viele einwenden und sagen von wegen, ach, der Reitz, mit dem hatten wir nie irgendwas zu tun. Und das traf auf Angehörige der Szene natürlich auch durchaus zu. Weil letztlich ist es so, die Szene selber ist alles andere als homogen. Sie ist sehr heterogen. Sie ist durchsetzt von verschiedenen Gruppen, von Persönlichkeiten, die sich einander spinnenfeind sind. Deswegen sage ich ja immer, dass diese ganzen Parolen von Kameradschaft, von Solidarität eigentlich nichts anderes als Schall und Rauch sind, weil tatsächlich ist die Szene, die Neonazi-Szene insbesondere, so ein bisschen wie Game of Thrones. Ja, also es herrscht da ein ständiges Gekeile auch untereinander, es herrschen da ständige Intrigen und ständige Grabenkämpfe vor. Und jeder, der irgendwie in das Licht der Öffentlichkeit tritt, wird dort auch sehr schnell dann eben zu einer umstrittenen Persönlichkeit. Es gibt keine unumstrittenen Führungspersönlichkeiten. Jeder wird von irgendeinem abgelehnt und kritisiert und mitunter auch ganz offen diffamiert oder sogar bedroht und körperlich angegriffen. Ja, auch das ist an der Szene in Teilen an der Tagesordnung. Also lasst euch nichts erzählen von wegen Kameradschaft und Solidarität. Nur in diesem Milieu war es natürlich für mich sehr, sehr einfach. Das hat Martin Sellner treffend festgestellt. Dann auch als der Einäugige unter den Blinden Karriere zu machen, weil ich auch jemand war, der keine anderen Ansprüche hatte. Ja, also ich habe mein gesamtes bürgerliches Leben dann auch in die Tonne gekloppt und war Fulltime-Revoluzer. Habe mich dann, wenn ich gefragt wurde, was ich denn berufstechnisch mache, auch als Berufsdemonstrant oder als Berufneonazi vorgestellt. Und ja, so geisteskrank war ich damals, aber er hat halt richtig erkannt,
dass nicht viel dazugehört hat, um dieser Szene halt durchzustarten. Ja, also ich bin weit davon entfernt, ihr zu pauschalisieren und zu sagen, jeder, der in der Szene ist, ist ein Vollidiot. Das würde der Wahrheit auch nicht gerecht werden. Aber natürlich sind viele, viele Angehörige in dieser Szene eher einfach gestrickt, auch eher aktionsorientiert. Es gab und gibt helle Köpfe, aber die Mehrheit, die ist tatsächlich eher da, weil sie Action will, weil sie die Erlebnis will, Rechtsextremismus mitnehmen möchte und hat sich da nicht wirklich um die Verfeinerung von Ideologie oder weltanschaulicher Tiefe gekümmert und auch wirklich keinen großen Wert darauf gelegt, jetzt Vorträge zu halten oder ein irgendwie halbwegs plausibel klingendes Gerüst von politischen Ideen zu vermitteln. Ja, letztlich reicht es da, wenn man Parolen skandieren kann, die provozieren und die Aufmerksamkeit generieren. Und da war ich natürlich schon in gewisser Art und Weise eine andere Hausnummer und wurde eben dann durch meine Fertigkeiten und meine Einsatzbereitschaft in Teilen der Szene hoch geschätzt und angesehen, aber in anderen Teilen war ich auch massiv verhasst und wurde kritisiert. Deswegen muss ich da so ein bisschen kritisch einhaken und sagen, ja, so ein super Shootingstar war ich nicht, aber ich habe durchaus in Teilen der Szene einen guten Ruf erworben und da auch Karriere gemacht. So hat Axel Reitz es sehr rasch zu einer wichtigen Person in dieser Szene gebracht. Das ist jetzt auch keine Enthüllungsarbeit. Reitz hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo er sehr kritisch auch seine eigene Vergangenheit beleuchtet. Durchaus interessant und spannend, sich das anzuschauen. Ich habe mir vor längerer Zeit mal ein paar Folgen davon angeschaut. Auch hier Respekt, dass er da nicht irgendwie hämisch oder bösartig reagiert und ganz klar sagt von wegen, das ist interessant anzuschauen. Der Reitz ist auch selbstkritisch, ne? Das ist jetzt keiner, der irgendeinen Nonsens erzählt oder seine alten Kameraden da reihenweise in die Pfanne haut und undifferenzierten Scheiß verbreitet. Muss man sagen, sehr differenzierter Blickwinkel von Martin Sellner. Ja? Also da auch Hut ab und Anerkennung. Ja, verwechselt das nicht mit einer Sympathie für seine Weltanschauung, die er vertritt und seine Position, die er vertritt. Aber hier muss man wirklich sagen, das fand ich anständig von ihm. Reitz ist dann allerdings in Haft gekommen, hat sich ein bisschen gelöst von der Szene. Es gab dann noch ein Interview von ihm mit Max Damage, das habe ich mir damals auch angeschaut, kann ich mich erinnern. Hier bringt Martin Sellner allerdings einiges durcheinander. Ich bin im Jahre 2006 inhaftiert worden und war während meiner gesamten Haft bis zum Jahre 2008 ein überzeugter Neonazi. Ich habe also auch aus der Haft heraus dann Artikel geschrieben und Interviews gegeben für Szenezeitschriften und bin vom ersten Tag an, dem ich aus der Haft kam, dann wieder voll eingestiegen in die Szene. Richtig ist, dass ich im Jahre 2012, als ich noch einmal im Zuge des sogenannten AB-Mittelrheins-Verfahrens in U-Haft gekommen bin, schon in einer Phase war, als ich mit der Szene ja, teilweise gebrochen hatte und nicht wusste, wie es in meinem Leben weitergehen sollte. Da bin ich halt in U-Haft gekommen und habe für mich da den Entschluss gefasst, wirklich reinen Tisch zu machen und komplett die Szene zu verlassen. Deswegen habe ich auch mit den Behörden zusammengearbeitet. Das war dann the point of no return. Das war der Bruch der Omerta, könnte man fast sagen, wenn es eine Mafia-Gruppe wäre. Aber das war halt ein unverzeihlicher Akt, der mir auch nicht irgendwie hätte entschuldet werden können. Und deswegen bin ich von diesem Zeitpunkt an völlig aus der Szene ausgestiegen, auch aus eigenem Entschluss. Ich habe vom Tag 1 meiner U-Haft an keine Kontakte mehr in die Szene gepflegt. Ich habe alle Kontakte abgebrochen, sodass es falsch ist, wenn Martin Sellner jetzt behauptet, naja, er hat sich da so ein bisschen gelöst. Und danach selbst, es hätte dann noch ein Interview gegeben mit Max Damage. Dieses Interview fand im Jahre 2010 statt und mein Ausstieg datiert auf den März 2012. Also das war 2 Jahre zuvor, bevor ich ausgestiegen bin. Das Interview war damals auch viel beachtet. Max Damage war ein bekannter Rapper der linksextremen Szene, der da als Stalinist auch schon eine Exotenrolle eingenommen hat und da auch schon wüste antisemitische und antiamerikanische Parolen von sich gegeben hat. Und irgendwann stellte er halt fest, dass er eigentlich gar nicht so gut in diese linke Szene passt, sondern viel lieber dann bei den richtigen Antiamerikanisten und Antisemiten von rechts mitmachen will und hat sich damals dann an mich gewandt, weil ich in seiner Heimatstadt Gütersloh einmal eine Demonstration veranstaltet hatte und damals auch im Kampfbund Deutscher Sozialisten einer Pseudo-Querfront-Organisation aktiv war, sodass
dass er dann sich an mich gewandt hat und sagte, Mensch, okay, ich würde gern bei euch mitmachen und wäre das möglich? Mir tut's leid, dass ich früher auf der falschen Seite stand. Ich habe diese Chance damals dann direkt ergriffen und habe ein viel beachtetes Interview mit ihm geführt. Das war natürlich eine Bombe, die da in linksextremen Kreisen geplatzt ist, weil er auch an dieser Szene natürlich kein gutes Haar gelassen hat. Das haben wir auch propagandistisch dann ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Aber das war 2010, nicht 2012, lieber Martin Sellner. Da gab es noch so ein paar Auftritte von ihm im Hawaii-Hemd, die dann sehr kritisch betrachtet wurden. Ich habe ihn dann aus den Augen verloren. Und als dann die Identitäre Bewegung stark wurde, die AfD stark wurde, gab es auch von Reitz einen Artikel in der Blauen Narzisse, wo er auch ein bisschen in den Raum gestellt hat, so habe ich das mitbekommen, dass er ein bisschen hadert mit seiner politischen Vorbelastung und gerne auch an diesem neuen patriotischen rechten Aufbruch teilhaben würde. Ja, da bringt Martin Sellner auch wieder einiges durcheinander. Richtig ist, ich habe im Jahre 2016 in Rücksprache mit dem Aussteigerprogramm des Innenministeriums, in dem ich mich damals befunden habe, einen Gastkommentar für die Blaue Narzisse, das ist auch ein neurechtes Internetmedium, vornehmlich für junge Leute geschrieben, in dem ich mich mit der AfD auseinandergesetzt habe. Ich habe zum Thema gemacht, dass ich im Jahre 2013 Mitglied der AfD werden wollte. Die AfD ist damals unter Bernd Lucke noch eine ganz andere Partei gewesen, als wie sie es heute im Jahre 2021 ist. Sie ist auch 2016, zum Zeitpunkt, als ich diesen Artikel dann geschrieben und veröffentlicht habe bei der Blauen Narzisse, eine andere Partei gewesen. Da war nämlich noch nicht abzusehen, ob die Partei wirklich in der rechtsextremen, rechtsradikalen, verschwörungstheoretischen Ecke landet und dort quasi auch vom Klientel okkupiert und maßgeblich beeinflusst und geprägt wird, so wie es meiner Ansicht nach heute der Fall ist, sondern damals gab es immer noch diesen Kampf in der AfD zwischen Wirtschaftsliberalen und eher Konservativen, die sich zwar auch als rechts betrachtet haben, aber eben als anschlussfähig an die enttäuschten Bürgerlichen, die sich nicht mehr in der CDU vom zentristischen Kurs Angela Merkels haben vertreten gesehen, die enttäuscht waren vom generellen Parteienspektrum, was sukzessive nach links gerückt ist und eben dort keinen Platz und Raum mehr gelassen hat für konservative oder für nationalliberale Positionen, die ehemals im Parteienspektrum noch von der CDU und der FDP abgedeckt worden sind. Ja? Und so war die AfD natürlich in der Anfangszeit ein Erbe dieser heimatlos gewordenen politischen Klientel und quasi dann von Anfang an auch eine janusköpfige Partei, weil von Anfang an wurde auch versucht, eben dann radikale Positionen mit hineinzunehmen, eben um größer, um stärker und um auch bei Wahlen dann erfolgreicher zu sein. Das hat sich bitter gerecht, weil sich dann die Radikalen durchsetzen konnten und letztlich heute maßgeblich die Politik der AfD prägen und das Gesicht der AfD prägen. Viele, viele Konservative und Liberale sind ausgetreten mittlerweile aus der Partei. Es gibt noch ein paar Feigenblätter, aber da ist meiner Ansicht nach nicht mehr viel zu holen. Das war im Jahre 2016 noch anders und im Jahre 2013 ganz besonders, als Bernd Lucke halt die AfD gegründet hat. Das ist eine eurokritische Partei, die da wirklich nichts gemein hatte mit der AfD von heute, meiner Ansicht nach. Im Jahre 2016 habe ich dann eben bei der Blauen Narzisse einen Artikel geschrieben, der übrigens überhaupt in keinster Art und Weise mit der Identitären Bewegung etwas zu schaffen hatte, die nicht auf die IB eingegangen ist, sie nicht zum Thema gemacht hat und sich darauf fokussierte, dass ich eben im Jahre 2013 in der AfD abgelehnt wurde. Ich habe das zum Aufhänger genutzt, um meine Position in den Raum zu stellen, dass es im demokratischen Meinungspluralismus auch Platz für eine rechte, demokratische, verfassungstreue, antirassistische Partei geben muss, die nichts zu tun hat mit extremistischen Tendenzen, die nichts zu tun hat mit Radikalisierungsprozessen, die nichts zu tun hat mit verschwörungstheoretischen Ansätzen, wie es heute leider in der AfD gang und gäbe ist. Aber damals war meine Forderung, wenn Leute aus dem Rechtsextremismus kommen, wäre es sinnvoll, wenn es da einen Anlaufpunkt geben würde, auch im Parteienspektrum, an das sie sich wenden können, damit sie nicht wieder heimatlos werden, wenn sie noch legitime rechte Einstellungen weiter behalten sollten. Ja, weil es ist ja schlechterdings nicht anzunehmen, dass jemand, der aus dem Rechtsextremismus aussteigt, mit dem Fingerschnipp und über Nacht dann eine 180-Grad-Wendung macht und zum grünen Wähler und Antifa-Aktivisten wird. Das wünschen sich viele Linke. Sie gehen auch davon
aus oder fordern das ganz offen, aber das ist lebensfremd. Ja? Also ein Aussteiger aus dem Salafismus oder anderen extremistischen Tendenzen des Islam werden ja trotzdem Muslime bleiben. Ja? Da wird man auch nicht verlangen, dass man sagt, du musst jetzt aber sofort Christ werden und sagen, dass alles scheiße war, was du früher gemacht hast. Und so sollte es auch mit Aussteigern aus dem Rechtsextremismus gehandhabt werden. Man muss ganz klar sagen, was extremistisch ist, was radikal ist, was deswegen abzulehnen ist. Aber wenn legitime rechte Positionen dabei sind, die im konservativen Spektrum oder im nationalliberalen Spektrum beheimatet sind, sollte es dafür eine Anlaufstelle geben, damit eben diese Menschen nicht wieder in Gefahr laufen, sich erneut heimatlos zu fühlen und wieder auf rechte Rattenfänger, auf Populisten, auf Extremisten hereinfallen, die sie herüberlocken und aus dem demokratischen Spektrum herausziehen und wieder in die fundamental oppositionelle extremistische Ecke stellt, die die Systemfrage stellt, die überzieht, die undifferenziert betrachtet und die wirklich keinen Blick und keinen Sinn für Graustufen hat in der Demokratie und im Meinungspluralismus. Ja, das war damals mein Ansatz in diesem Artikel, aber wie gesagt, das war ein rein parteipolitisch motivierter, wo ich gesagt habe, das wäre sehr, sehr hilfreich und das wäre auch sinnvoll, wenn eine Partei wie die AfD da quasi Leute, die aus dem Extremismus kommen, resozialisieren könnte. Ja, wer jetzt natürlich sagt von wegen so, oh mein Gott, was hat der denn für Gedanke gehabt? Die AfD soll Leute resozialisieren, die aus dem Extremismus kommen. Naja, da hast du ja den Bock zum Gärtner gemacht. Natürlich vom heutigen Blickwinkel aus würde ich das genauso sehen. Aber wie gesagt, im Jahre 2016 zu Anfang, als Frauke Petri noch versucht hat, das Ruder ein bisschen herumzureißen, war das noch nicht ersichtlich. Ich habe mich auch zu diesem Zeitpunkt schon kritisch mit der AfD auseinandergesetzt, aber hatte immer noch die Hoffnung, dass daraus dann etwas werden könnte wie eine bessere CDU, eine bessere FDP und nicht eine NPD-Light und eine NPD 2.0 auf dem Weg, wie sie sich ja jetzt mittlerweile befindet. Ja. Also das nur zum besseren Verständnis, was dieser Artikel jetzt besagte. Das war auch nicht der Versuch, in der patriotischen Bewegung irgendwie mitzuschwimmen, ja, sondern eher der Versuch, in diese Kreise hineinzuwirken und dort eine klare Position auch für eine demokratische, für eine verfassungstreue, für eine weltoffene Rechte dann eben auch mitzugeben. Ja, da stehe ich auch heute noch zu, da hat sich auch nichts geändert, aber was nachher unter dieser patriotischen Bewegung firmierte und was da abgehalten worden ist, da war ich nie ein Freund von. Ich war auch sehr, sehr schnell ein Kritiker der identitären Bewegung. Das schiebe ich ja auch direkt schon mal zum besseren Verständnis ein. Ich habe ja als intimer Kenner der Neonazi-Szene und ihres Klientels gesehen, dass unheimlich viele aus der alten Szene, in der ich aktiv gewesen bin, plötzlich über Nacht angefangen haben, bei der EB aktiv zu werden, ohne sich langfristig und intensiv auseinandergesetzt zu haben mit ihren extremistischen, totalitären Gedankengängen. Da wurde einfach dann behauptet, das waren Jugendsünden oder ja, wir haben da halt Experimente gemacht, ja, wir waren halt Nationalrevolutionäre und haben festgestellt, dass wir in diesen Strukturen nicht wirklich Politik betreiben können. Jetzt machen wir halt dann bei der IB mit. Und da fehlte mir schon wirklich dann auch die Distanzierung. Die wird auch gar nicht gewollt. Es wird dann von Distanzeritis gesprochen oder ja, man muss sich ja gar nicht dafür entschuldigen, was man früher gemacht hat. Das war ja nicht alles verkehrt. So Parolen werden dann aufgetischt und es gibt wenige, die wirklich sich intensiv damit auseinandergesetzt haben und dann gesagt haben, okay, ich gehe jetzt zur IB. Das war bei den meisten meiner Erfahrung nach wirklich so ein Wechsel. Naja, heute war ich noch Kameradschaft. Heute war ich Freundeskreis Nationalsozialisten und übermorgen mache ich dann tatsächlich bei der IB mit. Ganz besonders deutlich konnte man das sehen bei der Keimzelle der Identitären in Deutschland, die zusammen unter Martin Sellners Aufsicht hier die identitäre Bewegung in Deutschland maßgeblich geprägt haben. Das war die sogenannte Kontrakultur Halle. Die hatten da auch ein Haus besetzt in Halle, was zuerst als Treffpunkt für Neonazi-Kameradschaften fungierte, später dann als identitäres Wohnprojekt galt. Und diese Kontrakultur, wie sie sich nannte, hatte auch einen Twitter-Account. Der müsste heute sogar noch existent sein, glaube ich. Und zu meiner Zeit, Hochzeit als Neonazi-Aktivist, hatte ich auch einen Twitter-Account, meine Propaganda zu verbreiten und meine menschenverachtenden Parolen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und da wurde öfters mal von Kontrakulturhalle auch dann retweetet, also ein Tweet von mir übernommen und zitiert. Ja. Und nachdem dann die Kontrakultur aus der Neonazi-Szene verschwunden ist und sich umorientiert hat und dann die IB-Strukturen maßgeblich mitgeprägt hat, hätte man ja erwarten können, dass man sagt, okay, wir sind jetzt weg vom Extremismus, wir sind weg vom Rassismus und wir möchten eigentlich mit diesem Klientel nichts mehr zu tun haben, in dem wir uns früher bewegt haben. Aber
das hat überhaupt keinen interessiert. Es wurde quasi von heute auf morgen derselbe Twitter-Account weitergeführt, ohne die alten Inhalte in irgendeiner Art und Weise zu revidieren oder sich davon zu distanzieren oder auch Dinge zu löschen, die da gepostet worden sind. Es wurde einfach weitergemacht. Ja, und das stieß mir schon damals übel auf. Das fand ich damals schon sehr, sehr kritisch. Und deswegen habe ich die IB selber nie positiv gesehen und auch nie versucht, da irgendwie mitzumachen oder Anschluss zu finden, auch wenn Martin Sellner das jetzt so darstellt. Aber da irrt er sich. Man kann mich ja korrigieren, wenn ich das falsch empfunden habe. In diesem Artikel sieht er die Identitäre Bewegung und die AfD durchwegs positiv und hat die auch immer wieder in Facebook-Kommentaren verbreitet. Das hat sich jetzt seit kurzem geändert. Er ist jetzt in einer Aussteiger, einem Aussteigerverein bei Extremismus und arbeitet dort insbesondere mit dem euch vielleicht bekannten Philipp Schlaffer, ex-rechte Rotlichtrocker, einem sehr humorvollen und auch durchaus schmähbehafteten Norddeutschen zusammen. Ich sage immer, der Hamburger norddeutsche Schmäh, der ist ein bisschen ähnlich wie der Wiener Schmäh. Also es macht Spaß, seine Videos anzuschauen. So, hier muss ich jetzt gerade einmal den Redefluss unterbrechen, weil Martin Sellner hat gerade ein Narrativ aufgestellt, was falscher nicht sein könnte. Er sagte, ja, auch früher fand der Reiz halt die IB und die AfD toll. Dass ich die IB nicht toll gefunden habe, habe ich euch ja gerade schon erläutert. Und dass ich die AfD sehr kritisch gesehen habe, das beweise ich euch jetzt. Aber er stellt es halt so dar, naja, er fand das halt ganz toll, wollte da Anschluss finden. Und jetzt ist er in einer Aussteigerinitiative und hat dann quasi über Nacht seine Meinung gewandelt und ist vom Saulus zum Paulus mutiert und hat eine 180-Grad-Wendung gemacht. Ja, also das führt natürlich nicht so deutlich aus, aber das ist ja genau das, was er zum Ausdruck bringt, wenn er auch ganz explizit sagt, seit kurzem hat sich das beim Reiz geändert, seitdem er in diesem Aussteigerverein ist. Und jetzt zeige ich euch mal, wie meine tatsächliche Position gewesen ist zum Thema AfD. Fangen wir im Jahre 2017 einmal an. Da habe ich bereits, Moment, den Browser müssen wir ausmachen, so hier. Da habe ich bereits die Wahl von Frauke Petry zur Vorsitzenden kommentiert und habe da auch schon gesagt, dass die Partei sich daran erinnern muss, wofür sie in der Anfangszeit unter Bernd Lucke stand, damit sie tatsächlich Wahlerfolge haben kann und damit auch klar ist, wohin die Reise jetzt gehen soll. Und da habe ich mich auch schon ganz klar gegen das Gerede von Fundamentalopposition positioniert und habe mich gegen radikale Spießer und Wutbürger ausgesprochen. Ja, also genau das Klientel, was von Bernd Höcke und von Kalbitz und von Gauland repräsentiert wird. Das wollte ich damals nicht sehen. Ich hatte halt gehofft, dass zu dieser Zeit unter der Führung von Frauke Petry noch wirklich ja dann eine ja, konservative, eine bürgerliche, eine liberale Partei werden könnte, die eben das heimatlos gewordene politische Feld ausmacht, was die CDU und was die FDP zur damaligen Zeit eben dann offen gelassen haben durch ihre sukzessive Rücken in die Mitte und ihre Anpassung auch dann an linke Agenten mit der SPD in der dauergroßen Koalition und in Koalition mit den Grünen und so weiter und so fort. Ja, also da war schon auch eine klare, deutlich kritische Haltung zu erkennen. Die hat sich dann im Laufe der Jahre auch verstärkt. Ich habe im Jahre 2018 mit harschen Worten zum Beispiel kritisiert, dass Alice Weidel das Tragen von Kopftüchern in der Öffentlichkeit generell verbieten lassen wollte und dass der sattsam bekannte Gauland geäußert hat, dass Deutsch-Türken hier nicht richtig aufgehoben wären und besser zurück in die Türkei gehen sollten. Das war für mich also absolut platter Rassismus. Es ging für mich auch gar nicht, dass eine Partei, die sich eigentlich als liberale Kraft auch nach eigenem Bekunden ja immer verstehen sollte und wollte, plötzlich dann elementare bürgerliche Freiheiten, ja, wie das Recht auf Religionsfreiheit und wie das Recht, seine Kopfbedeckung zu wählen, aus Gründen wirklich dann aushebeln wollte, die man durchaus ja nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, wir wollen damit Parallelgesellschaften entgegenwirken, wir wollen damit der Unterdrückung von Frauen entgegenwirken, aber das so pauschalisieren, das so undifferenziert, das so ja auch rassistisch konnotiert zu tun, ja, dass man da wirklich nur mit dem Kopf schütteln konnte, auch als liberaler und als freiheitlich denkender Mensch. Ja, also das war meine Kritik, die ich veröffentlicht hatte im Jahre 2018. Im Jahre 2019 ging es dann weiter mit
einem klaren Statement gegen die ganze Polemik, die sich gegen das neu gewählte Nürnberger Christkindl gerichtet hat, ja, die keine rein Deutsche war nach Ansicht der ganzen Kritiker, ja, obwohl sie hier in Deutschland geboren und aufgewachsen war, ja, aber halt ihr Vater war halt jemand mit migrantischen Wurzeln und das stieß vielen übel auf und da haben sie einen Aufstand gemacht und auch wirklich da absolut rassistische Parolen geäußert und auch da habe ich mich auch klar gegengestellt und klar gesagt, dass das aus den Reihen von AfD-Vertretern und anderen Rechten überhaupt gar nicht geht, ja, dass die Nation eben kein Blut- und Bodenkonstrukt ist und dass dieses Abstammungsgemeinschaftsprinzip völlig überlebt ist und dass wir uns darauf besinnen sollten, uns als Willensnation zu verstehen. Ja, und zu der Willensnation, ja, zu dieser Gemeinschaft gleicher Werte und des Wollens, ja, kann jeder gehören, völlig egal, wo er herkommt. Ja, und das habe ich da genauso deutlich gemacht im November 2019. Ja, und auch Björn Höcke wurde von mir immer wieder in unzähligen Artikeln angegriffen und demaskiert. Ja, zum Beispiel, als er mit dem ZDF ein Sommerinterview abgebrochen hat, weil ihm die Fragen nicht gepasst haben, die ihm da in Bezug auf Ähnlichkeiten seiner Reden mit Reden von Nazi-Größen und mit Nazi-Vokabular missfallen hat. Ja, und da macht er einen riesen Gejammer, dass das wäre Schweinejournalismus und das ging ja gar nicht. Und da habe ich auch dargestellt, dass gerade er es ist, ja, der mit seiner Rhetorik ganz bewusst die Nähe zu belasteten Begriffen aus der Zeit des Nationalsozialismus herstellt, ja, der von Lebensraum spricht, der von entartet spricht, der von Ausschwitzen spricht, der von einem Mahnmal der Schande in Bezug auf das Holocaust-Denkmal spricht, ja, und der damit ganz bewusst rechtsextreme Kreise anspricht mit diesem Dog-Whistling, ja, und der auch ganz bewusst weiß, dass er damit die Medien instrumentalisieren kann, weil die sich darauf stürzen und diese Begriffe natürlich dann groß herausbringen, ja, und dass jemand, der mit diesen Begriffen so oft, so häufig und so bewusst gespielt hat, dann plötzlich einen auf gekränkt macht, weil das ZDF öfters mal nachfragt, wie erklären sich eigentlich diese exorbitant große Nähe von ihrer Rhetorik zu der aus der Nazi-Zeit, dann das Interview abbricht und einen auf Opfer macht, fand ich auch absolut erbärmlich, ja, und da habe ich mich zu geäußert. Ich habe mich auch dazu geäußert, als mehrere hochrangige AfD-Funktionäre einen Aufruf unterschrieben haben, in dem die Einmischungsversuche des Flügels und von Björn Höcke in ihre Landesverbände gegeißelt wurden und er angehalten wurde, sich auf seine Lokalpolitik in Thüringen zu fokussieren und nicht überall dann Grabenkämpfe anzuzetteln. Ja, auch da habe ich, wie gesagt, ein längeres Statement, was ja auszugsweise wiedergegeben ist, veröffentlicht. Ja, und zum Thema AfD und Identitäre habe ich mich auch bei dem Ben Sprecht Podcast frühzeitig geäußert. Ja, der erste Podcast war aus dem Jahre 2017. Da habe ich mich schon zur AfD entsprechend kritisch geäußert gehabt und sagte, okay, es ist noch nicht abzusehen, in welche Richtung sich diese Partei entwickelt. Ich hoffe in eine vernünftige, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass die Radikalen gewinnen werden. Ja, und damals war es noch so, dass auf Parteitagen eben dann die Flügelleute nicht die wirklichen Mehrheiten erreichen konnten. Das hat sich mittlerweile ja schwer geändert. Sogar in westdeutschen Landesverbänden spielen sie jetzt mittlerweile die erste Geige und verdrängen da die Liberalalas und die Laschen und die Halben, wie sie sie nennen. Ja, also eben kurzum die Leute, die ihr radikalen Spökes nicht mitmachen wollen. Auch zu Martin Sellner habe ich mich im Jahre 2018 bereits kritisch geäußert. Das ist nachzuhören im entsprechenden Ben spricht Podcast der Nummer 62, den ich hier mal kurz eingeblendet habe. Also das auch nur mal dazu. Ich hätte dann quasi über Nacht meine Ansicht geändert und wäre vom Saulus zum Paulus meinungsmäßig tendiert. Hätte zuerst die IB und die AfD total undifferenziert toll gefunden und hochgelobt. Und dann über Nacht, weil ich ja im Aussteigerverein bin, dann plötzlich damit angefangen, sie niederzumachen. Richtig ist, ich habe sie immer schon kritisch bis ablehnend betrachtet, die AfD eher kritisch, bis ich dann wirklich einsehen musste, okay, aus dieser Partei wird nichts mehr, der Zug ist abgefahren, das ist vorbei, die ist völlig in der Radikalisierungsspirale gefangen und mittlerweile zum Spielball von Fanatikern und Extremisten geworden. Die IB habe ich von Anfang an aus den erwähnten Gründen abgelehnt und gesagt, das ist nicht meins, das kann ich nicht gutheißen, also lasst es euch hier nicht von Martin Sellner so verkaufen, als wäre das jetzt irgendwie damit begründet, dass ich im Ausstiegs
Geschäft jetzt irgendwie Dick Reibach machen will oder da meine Seele verkauft hätte oder da meine Ansichten wirklich dann gewandelt hätte, nur um dort gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das ist völlig falsch. Ich bin seit kurzer Zeit, wie gesagt, im Verein Extremismus aktiv, den ich auch allen hier ans Herz lege und empfehle, die den Ausstieg wagen wollen. Wir können euch dabei behilflich sein. Wir können euch den Weg zu Ausstiegsprogrammen ebnen, die in Ordnung sind. Wir können eben mit euch sprechen, weil wir Erfahrungen in diesem Milieu gesammelt haben und in diesen Bereichen gesammelt haben und deswegen Dinge viel besser nachvollziehen können, als das so ein Otto-Normalsterblicher kann. Wir haben da auch nicht den moralischen Zeigefinger und machen euch fertig, sondern wollen einfach nur helfen, dass ihr erkennt, dass Extremismus falsch ist, dass Radikalität euch nicht weiterbringt, sondern dass ihr doch in die Gesellschaft zurückkehren könnt und dort ein Teil der Gesellschaft werden könnt, ohne diese samt und sonders abzulehnen. Ja, was nicht heißt, dass man völlig unkritisch sein muss oder dass man zum Mainstream-Opfer werden muss, wie das ja auch von der IB immer gerne so hingestellt wird, sondern dass man auch durchaus im Rahmen der demokratischen Mechanismen und des Meinungspluralismus seine Ansichten äußern kann, ohne einen Rattenschwanz von totalitären, freiheitsfeindlichen, fanatischen und extremistischen Ideen hinterherzuziehen. Ja? Dafür ist dieser Verein da und freue mich da auch über jede Anteilnahme. Da bin ich seit neuestem als Referent auch mit dabei. Ihr findet den Link ebenfalls hier in der Beschreibung des Videos und könnt da gerne mal draufklicken. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn ihr bei Amazon bestellt, über einen bestimmten Link Amazon dazu zu veranlassen, gemessen an dem Einkaufspreis, den ihr bezahlt, eine Spende an den Verein abzugeben. Das kostet euch selber gar nichts. Das ist ein Programm von Amazon. Auch auf diesem Wege könnt ihr durch Shoppen dazu beitragen, dass dem Verein Geld gespendet wird und dass damit unsere Arbeit der Aufklärung, der Deradikalisierung und der Präventionsarbeit an Schulen und an Universitäten dann auch ausgeweitet und professionalisiert werden kann. Ja? Das aber nochmal kurz in eigener Sache. Jetzt geht es auch weiter mit dem Video so langsam. Halt, muss man schon sagen, sein Leben lang, glaube ich, immer ein Kleinkrimineller gewesen und kein wirklich ideologischer Überzeugungstäter. Beschreibt aber seine Geschichte auch auf seinem YouTube-Kanal über seine Rotlichtzeit und wie er dann in die rechte Szene gerutscht ist. Und er und Reitz zeichnen sich... So ganz kurz, auch nochmal eingehakt, der Vollständigkeit halber, Philipp Schlaffer, über den er gerade gesprochen hat, von dem er gesagt hat, er wäre sein ganzes Leben lang ein Kleinkrimineller gewesen. Richtig ist, dass Philipp Schlaffer sich im kriminellen Milieu bewegt hat. Er war da auch alles andere als ein Kleinkrimineller. Aber er hat mit dieser Kriminalität abgeschlossen, er hat sich resozialisiert, er hat eine Ausbildung zum Antigewalttrainer gemacht, er geht in die Gefängnisse, spricht dort auch vor allem mit Jugendlichen und straffällig Gewordenen und warnt sie davor, den Weg zu beschreiten, den er gegangen ist. Er sagt ihnen auch, ihr könnt euch resozialisieren, ihr könnt rauskommen aus der Scheiße, ihr könnt was aus eurem Leben machen, ihr habt das nicht nötig, kriminell zu sein. Also da ist schon die Formulierung, der war sein ganzes Leben lang ein Kleinkrimineller, einfach auch nicht mit der tatsächlichen Faktenlage ins Reine zu bringen. Ja, also das auch nochmal ganz kurz zur Ehrenrettung meines Freundes Philipp. Der ist nicht sein ganzes Leben lang ein Kleinkrimineller gewesen, sondern er hat eine falsche Abzweigung genommen in seinem Dasein, aber dann zum Glück die Kurve bekommen und ist jetzt ein produktives Mitglied der Gesellschaft und in vielen sozialen Bereichen aktiv. Also ich erinnere da auch immer nur wieder gerne dran an die wirklich herzzerreißende Arbeit, die er Weihnachten erledigt, wenn er da zu kranken oder armen Kindern geht und die beschenkt. Das war in diesem im letzten Jahr zu Weihnachten ganz dramatisch, als er da ein im Sterben liegendes Krebskind besucht hat und beschenkt hat, was kurz darauf dann gestorben ist, als Weihnachtsmann verkleidet. Das macht Philipp Schlaffer heute und da kann man nicht sagen, der Mann ist sein ganzes Leben lang ein Kleinkrimineller gewesen. Ne? Das war mir nochmal wichtig, das auch nochmal kurz darzustellen. Sich dadurch aus, dass sie eben nicht zu 100% jetzt im Bereich der Antifa stehen, dass sie auch der Ansicht sind, na, man darf noch irgendwie eine rechte Meinung haben, das muss schon okay sein und man muss... So, das ist natürlich auch schon wieder eine sehr interessante Formulierung von einem klugen Kopf wie Martin Sellner, der auch ganz genau weiß, was für Worte er benutzt und die Kraft der Formulierung noch einschätzen kann, insbesondere bei seinem Publikum. Ja, wenn er sagt, ja, Reitz und Schlaffer stehen jetzt mit ihren Videos und ihrer Arbeit nicht zu 100%, ja, auf Antifa-Ebene und auf Antifa-Niveau, ja, da muss man ganz klar zu sagen, unser Verein Extremistlos und unsere Arbeit richtet sich gegen jede Form von Extremismus. Pfeift egal, ob diese religiös motiviert ist, ob das christliche Fundamentalisten sind, ob das islamistische Fanatiker sind, ja, ob es im politischen Bereich irgendwelche Linksextremisten oder Rechtsextremisten sind, da sind wir generell dagegen. Ja, und auch wenn wir uns als Liberale und Demokraten natürlich
automatisch auch als Antifaschisten verstehen, weil wir für bürgerliche Freiheiten sind, weil wir für Meinungspluralismus sind, weil wir gegen Totalitarismus sind, ja, haben wir trotzdem ein Problem mit der autonomen Antifa, mit eben jenen Antifa-Gruppen, von denen immer wieder gebetsmühlenartig behauptet wird, naja, die Antifa gibt es ja gar nicht, aber da sagen wir auch ganz deutlich, so wie es auch nicht die Al-Qaida gibt oder die 'Ndrangheta-Mafia-Organisation gibt, gibt es natürlich nicht die Antifa als einzige Organisation mit einem Führungsgremium, einer Publikation und einer Struktur, aber trotzdem eine asymmetrische Organisationsstruktur, ja, die sich auszeichnet auch durch gemeinsame Periodikas, die es herausgegeben werden, durch gemeinsame Aktionen, durch gemeinsame Bündnisse, durch gemeinsame Strategiekonferenzen, durch gemeinsame Zentren, die besucht werden, durch gemeinsame Plenums, die da abgehalten werden. Ja? Und da haben wir es schon mit einer Organisationsstruktur zu tun. Ja? Auch wenn es die Antifa nicht gibt, kann man trotzdem Antifa als organisatorischen Begriff verwenden. Ja? Und da muss auch deutlich gemacht werden, dass wir mit diesen Leuten überhaupt nichts zu tun haben und aus diesen Reihen auch immer wieder massiv angegriffen werden. Der Philipp wird als Macker dargestellt, als Maskulinist, als Schwätzer und mir wird immer wieder der Vorwurf gemacht, ich hätte ja meine alten Feindbilder nicht abgelegt, weil ich eben auch in meiner Anti-Extremismus-Arbeit, in meiner Präventionsarbeit das Wort gegen religiösen Fundamentalismus erhebe und damit auch natürlich ein Problem mit dem Islam habe, wenn er sich fundamentalistisch und wenn er sich gegen die Werte und Traditionen der westlichen Aufklärung und der westlichen Zivilisation richtet habe, ja. Und wenn ich dann kriminelle Antifa-Gruppen oder gewalttätige Autonome kritisiere, hat das nichts damit zu tun, dass ich wie früher pauschal gegen alle Linken sein sollte. Ja? Ich habe nichts gegen moderate Linke, ich habe nichts gegen Linke in der Mitte, ich habe nichts gegen Menschen, die gewaltfrei und im Rahmen des demokratischen Spektrums ihr Recht auf freie Meinungsäußerung anwenden und da auch linke Positionen vertreten. Ja? Im Gegenteil, es ist so, da ich ein Mensch des Ausgleichs bin, dass ich in vielen, vielen Diskussionen, ja, sowohl konservative als aber auch progressive Standpunkte einnehmen kann. Und das ist das Schöne, dass je radikaler und je extremer dann der Betrachter ist, ich zu sehr ambivalenten Beurteilungen im Internet komme. Ja? Wenn man sich von ganz rechts die Leute anschaut, die schreiben sofort Systemling, Linker, linksextremer Schwätzer und Islamfreund und der wird demnächst Moslem und der ist ja so rot lackiert. Ja, und wenn man dann von links die Kommentare anschaut, von irgendwelchen enthemmten Autonomen, ja, die schreiben, der Reiz ist immer noch rechtsextrem, der Reiz ist immer noch Rassist, der Reiz ist immer noch Nazi, der hat den Islam kritisiert, der hat die Antifa kritisiert, das kann doch kein richtiger Aussteiger sein. Ja? Also da sieht man, dass die Position der Mitte, die ich einnehme, dass das Augenmaß, der Sachverstand, die Differenzierungsfähigkeit, die ich versuche immer an den Tag zu legen, so gut es mir möglich ist und so gut ich das kann, ja, von den Extremen immer in ihr Raster gepackt wird. Wenn man nicht für sie ist, ist man gegen sie. Wenn man nicht ganz weit rechts steht, dann muss man automatisch ganz weit links stehen. Ja, oder wenn man links kritisiert, dann ist man automatisch ein ganz rechtsstehender. Ja, und das ist ja völliger Blödsinn, völliger Wahnsinn. Ich bin ein Mann des Ausgleichs, ich bin ein Mann der Mitte, ich bin Grundsatzliberaler. Ja, ich habe nichts gegen links, ich habe nichts gegen rechts, solange es in demokratischen, verfassungstreuen Milieu sich abspielt. Was ich eben ablehne, ist Extremismus, ist Totalitarismus, ist Dogmatismus, liebe Leute. Ja, und deswegen ist es grundfalsch, hier zu attestieren, ja, der Reiz und der Schlaffer, die stehen ja nicht ganz auf Antifa-Linie und marschieren da nicht ganz im Tritt mit. Das ist doch völliger Blödsinn. Gegen diese Kreise wenden wir uns genauso und haben dafür auch schon viele Prügel eingesteckt, dass wir uns in Reaction-Videos auch mit linken Lebenswelten auseinandergesetzt haben, dass wir uns da auch mit Clan-Kriminalität auseinandergesetzt haben. Der Philipp hat jetzt erst wieder ein Video aufgeladen über einen selbsternannten Nazi-Jäger und sich da sehr kritisch geäußert. Ja, also da kann niemand sagen, dass wir in irgendeiner Art und Weise im Marschtritt der Antifa laufen würden. Ne? Ich muss mit den Leuten auf Augenhöhe sprechen. Dafür kriegen sie auch sehr viel Kritik aus der monopolisierten Szene der berufsmäßigen Aussteiger und sie versuchen offenbar auch mit diesem Verein Extremistlos, mit ihren YouTube-Vlogs, sich ein bisschen eine Independent-Aussteiger-Existenz aufzubauen. Kommt auch gut an, ist auch sehr interessant, vor allem der Schlaffer, deinen Schmähs, sympathische Art und Weise, das rüberzubringen. Ich kenne auch einige Rechte, die sich das einfach anschauen, wie so einen Autounfall, wenn er erzählt von ihren Saufereien in ihren, ihren Clubhäusern, wenn dann die Polizei kommt und wie sie dann einfach fließend von ihrer rechten Bewegung
Bewegung übergleiten in so eine Rotlicht-Rocker-Gruppe. Nun ja, fast schon wie so Tatort, Mischung aus Tatort und Big Brother. Ja, ist ja schön, dass auch Martin Sellner und Leute aus seinem Bekanntenkreis unsere Videos gucken. Das erleben wir immer wieder und gerade deswegen ist es wichtig, wie er eingangs festgestellt hat, was so ein bisschen natürlich auch unser Weg ist, den wir gehen wollen, dass wir sagen, natürlich könnt ihr auch konservative, könnt ihr auch normale rechte Positionen haben, nur bitte legt kein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag, lehnt nicht die Demokratie ab, stellt nicht automatisch die Systemfrage, radikalisiert euch nicht, legt keinen platten Rassismus an den Tag, ja, und betrachtet die Dinge ausgewogen und differenziert. Ihr müsst nicht alle grünen Wähler sein, ihr müsst nicht alle gendern, ihr müsst nicht alle toll finden, was da von Sozialismusbefürwortern von sich gegeben wird. Ihr könnt da auch gerne Gegenpositionen an den Tag legen, aber bitte, bitte innerhalb des Verfassungsbogens und innerhalb der demokratischen legitimen Möglichkeiten, die jedem von uns zur Verfügung stehen. Ja, das ist unsere Position, die wir vertreten und die kommt durchaus gut an, das hat er auch erkannt, richtigerweise. Da kriegen wir sehr, sehr viele Zuschriften. Ich habe, das könnte für Martin Sellner auch interessant sein, erst kürzlich eine Anschrift von einem ehemals führenden Aktivisten der Reconquista Germania bekommen. Die waren ja auch vernetzt mit der IB. Und auch der hat gesagt, die Videos von uns haben ihm sehr, sehr weitergeholfen bei seinem Prozess der Selbstreflexion, bei seinem Prozess Dinge wirklich dann auch bewusst zu machen und sich klar zu werden, was habe ich da damals eigentlich vertreten, was stand dahinter, was waren das für Ideologien, was waren das für Beweggründe, die mich in diese Szene gebracht haben. Und das ist unser Anspruch, Menschen zu helfen, nicht irgendjemanden jetzt umzuerziehen oder vom Saulus zum Paulus mutieren zu lassen, ja, wie das also gerade auch von vielen linken Aussteigerinitiativen ja immer zum Ziel gemacht wird, wo gesagt wird, du musst jetzt erstmal wirklich hier alles ablegen, was du früher gemacht hast und gedacht hast, du musst jetzt eine Lebensbeichte ablegen, du musst jetzt deine alten Kameraden verpfeifen und so weiter und so fort. Wir setzen da eher auf dem Weg der Integration. Wir sagen, du musst zurück in die Gesellschaft kommen und wenn du wieder ein normales Leben führst, wenn du einen Job hast, wenn du einen normalen, bunten Freundeskreis hast, wenn du merkst, dass du nicht diesen Tunnelblick haben musst, um alles in Schwarz und Weiß einzuteilen, dann legst du auch automatisch die ganzen extremen und radikalen Positionen ab und dabei wollen wir behilflich sein. Das wollen wir mit Augenmaß machen, das wollen wir mit Geduld machen, das wollen wir vor allem nicht mit einem Programm machen, dass wir die Leute dann zu einer 180-Grad-Wende von heute auf morgen verleiten wollen, sondern im Gegenteil, wir wollen einen langsamen Wandel bewirken, wir wollen eine intensive Aufarbeitung der Positionen bewirken und am Ende steht dann hoffentlich ein demokratisches, ein rechtschaffenes und ein produktives, gemeinschaftliches Bild, was sich hier in dieser Demokratie wohlfühlt, was seinen Platz findet, was natürlich nicht alles gutheißen muss, was in der Politik geschieht. Das ist ja immer so dieses Narrativ, was auch verbreitet wird. Ihr plappert jetzt nur dem Mainstream nach und die wahren Kritiker, die wollt ihr mundtot machen. Völliger Blödsinn. Es gibt sehr viel Kritik, die aber sich anders ausnimmt als das, was von Extremisten und Radikalen da so abgesondert wird. Also das auch nur nochmal hier an dieser Stelle zur Klarstellung. Hört sich das manchmal an. Auf jeden Fall haben die beiden jetzt regelmäßig begonnen zu streamen und haben auch eine Folge über die identitäre Bewegung gedreht. Alte Weine, neuen Schläuchen. Axel Reitz hat offenbar seine Meinung zur identitären Bewegung und zur AfD relativ drastisch geändert und nun wurde... Naja, wie ich schon dargelegt habe, auch hier bedient er sein Narrativ. Ich hätte drastisch meine Meinung geändert. Er sieht also anscheinend auch keine Entwicklung bei der AfD. Ja, also wenn die AfD jetzt heute noch die Partei wäre, wie im Jahre 2013, dann könnte man sagen, verdammt nochmal, der Reitz hat echt seine Meinung drastisch geändert. Der hat heute so erzählt und morgen so. Aber wie ich euch ja eben schon mehrfach dargelegt habe, anhand von einer Auswahl von unzähligen von Artikeln und Kommentaren, die ihr nachlesen könnt, auch in öffentlichen Publikationen. Ich habe Interviews für die Rheinzeitung gegeben. Ich habe Interviews auch zu Identitären und Reichsbürgern im Weiß-Magazin gegeben, was online noch abzurufen ist und das schon vor Jahren. Ja, also ich habe die IB von Anfang an also sehr, sehr kritisch und sehr, sehr ablehnend betrachtet. Also das ist einfach falsch, wenn er sagt, ich hätte die toll gefunden und hätte einen Daumen hoch gegeben und jetzt einen Daumen runter.
Und die AfD habe ich immer sehr ambivalent betrachtet, habe immer gesehen, dass diese Partei zwei Köpfe hat und zwei Gesichter hat und habe halt da gehofft, dass sich da die Produktiven durchsetzen, habe aber immer wieder radikale Tendenzen angeprangert, habe immer wieder meinem Wunsch Ausdruck verliehen, dass jemand wie Höcke und jemand wie Kalbitz vor die Tür gesetzt gehören, habe Gauland kritisiert für seine Vogelschiss-Äußerungen oder für seinen Boateng-Diss, den er da von sich gegeben hat, ja, und gehörte da immer schon zu den kritischen Beobachtern der AfD und nicht zu den Ja-Sagern und Applausklatschern, die gesagt haben, wow, die Partei, super, und das ist die Hoffnung Deutschlands und die einzige Alternative. Ganz im Gegenteil. Ja, ich habe das immer relativ nüchtern betrachtet und differenziert betrachtet und Martin Sellner stellt es jetzt natürlich so dar. Ich denke auch mal, um so ein bisschen Stimmung zu machen. Ich will ihm nicht unterstellen, dass das seine Intention ist, aber ich könnte es mir schon durchaus vorstellen, weil wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt hätte, wie ich mich dann auch öffentlich zur IB und zur AfD geäußert habe, dann wüsste er, dass ich niemals ein Fanboy gewesen bin, dass ich niemals jemand gewesen bin, der die Dinge in hellen Farben ausgeleuchtet hat, sondern dass ich da schon jemand war, der sehr, sehr kritisch gewesen ist und der deswegen jetzt seine Ansicht geändert hat, weil die AfD ja nachweislich immer wieder Radikalisierungsschübe durchgemacht hat, weil die AfD des Jahres 2021 nicht die AfD des Jahres 2016 und besonders nicht die des Jahres 2013 ist. Ja? Also nicht meine Meinung hat sich über die AfD geändert, sondern die AfD hat sich geändert. Ja? Und wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn die AfD wirklich back to the roots gekehrt wäre und gesagt hätte, oh mein Gott, wir müssen jetzt diese ganzen Spinner loswerden, wir brauchen kein Kompaktmagazin, wir brauchen keine Identitären, die bei uns arbeiten, ja? Wir brauchen hier keine Verschwörungstheoretiker, wir brauchen keine Flügelleute, wir brauchen keinen Höcke, wir brauchen keinen Kalbitz, ja, die setzen wir alle vor die Tür. Dann hätte ich natürlich immer noch die Position eingenommen wie damals und gesagt, okay, die AfD ist eine Bereicherung des Parteienspektrums, die AfD ist eine gute Sache, die AfD bietet die Möglichkeit, dass eben der Rechtsextremismus abgegraben werden kann und dass da Menschen eine politische Heimat innerhalb des Verfassungsbogens gegeben werden kann und dass da gewährleistet werden kann, dass auch rechte patriotische Positionen ohne einen Rattenschwanz von totalitären, dogmatischen, fanatischen Ansichten geäußert wird. Ja, das ist heute leider nicht mehr der Fall, aber das dann so hinzustellen, naja, die AfD fand er toll und heute findet er sie blöd, ist einfach falsch, weil so einfach war es nie. Da muss man schon deutlich differenzieren. Wurde ein weiteres Video nachgelegt, das wurde mir auch von einigen von euch geschickt. Identitäre Bewegung, rassistisch und rechtsextrem, der Reizmoment. Axel hat also jetzt offenbar auch eine sich gebrandet und will einen eigenen YouTube-Kanal, ein eigenes Format aufbauen. Ich muss zur Klarstellung sagen, ich habe mir das Video noch nicht angeschaut. Das hat Zeitgründe, aber auch einen anderen Grund. Ich möchte auf das Video reagieren, ich möchte ein Reaktionsvideo drehen und das soll möglichst authentisch sein. Also ich schaue es mir dann vor der Kamera an und werde live pausieren, wenn ich etwas nicht so gut finde und dann darauf reagieren. Vielleicht mache ich das sogar gemeinsam mit einem anderen Identitären. Mal schauen. Ich habe jetzt mir ein paar Formate angeschaut, wo andere Reaktionsvideos machen. Maximilian Pollux und die beiden auch. Und das ist recht lustig, wenn Leute dann live auf ein Video reagieren. Mal schauen, ob wir das im Livestream machen werden. Aber ich möchte auf jeden Fall auf das Video reagieren, da ich glaube, dass Reitz, und das muss ich schon mal auch anerkennen, konstatieren, ein durchaus intelligenter Mensch ist. Und ich bin interessiert an seiner Kritik. So wie er sich jetzt verortet. Ich habe mal ein bisschen sein Instagram. Das muss man sagen. Also vielen Dank fürs Lob. Er appelliert natürlich hier ganz unbewusst an meine Eitelkeit. Aber die verleitet mich jetzt nicht dazu, deswegen meine Meinung über die von Martin Sellner vertretenen Thesen zu ändern. Ich halte sie immer noch für totalitär, weil er ähnlich wie es im Extremismus, egal ob religiös oder politisch, immer Standard und Usus ist, von absoluten Wahrheiten ausgeht. Ja? Und auch von Wahrheiten ausgeht, die eher einen metaphysischen Unterbau haben, als einen wirklich rational zu erklärenden. Er spricht dann in seinen Artikeln auch davon, wenn er zum Beispiel zu begründen sucht, warum man in eine europäische, eine deutsche Identität und eine Kulturnation nicht eintreten kann, wie in einen republikanischen Club, so wie es in den USA der Fall ist, weil eben hier die Seelenkräfte walten, weil eben hier die tausendjährige Geschichte eine Religion, eine Doktrin aufgebaut hat, deren Teil man nicht einfach werden kann, egal wie gut man integriert ist. Ja, er sagte auch, das ist ja das Problem der Rechten, die arbeiten ja auch am großen Austausch mit und auf dem Bevölkerungsaustausch hin, nur unter anderen Vorzeichen, als die Linken es tun. Ja, und für mich sind eben dann auch perfekt integrierte
Asiaten genauso abzulehnen wie die schlecht integrierten Muslime, die jetzt hier reinkommen. Ja, also da sagt er schon ganz klar, Integration ist nichts für mich und versucht das auch dann zu unterfüttern, nicht nur mit seiner eigenen Theorie, die er politisch begründet, sondern auch da mit dieser metaphysischen Ebene, dass er sagt, tausendjährige Geschichte, die kann da jetzt ein Migrant, der sich jetzt als Deutscher sieht, überhaupt gar nicht dann aufnehmen, weil er einfach davon abgeschnitten ist. Und wer jetzt so tut, als könnten die Migranten dann auch Deutsche werden, der schneidet diesen Teil deutscher Geschichte ja für immer ab und pervertiert damit ja dann die Identität. Das ist identitätsfeindlich. Und gegen diese identitätsfeindliche Doktrin, zu der in erster Linie auch der Liberalismus zählt, wendet er sich ja und die will er angreifen mit seinen Identitären, also in seinen Thesenpapieren stellt er auch da immer völlig undifferenziert ja immer dann ein Dafür oder Dagegen auf, ein Ja oder Nein, ein Schwarz oder Weiß, und das ist auch für extremistische Anschauungen typisch, weil sie eben die Vielfältigkeit und die Differenzierung der Dinge überhaupt gar nicht zulassen. Ja, aber das ist dann letztlich nichts anderes als die Parole, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Ja, bist du nicht für die Lösung, bist du Teil des Problems. Ja, und verstehst du mich nicht, dann bist du auf die Feindpropaganda reingefallen und. Ja, während ich sagen kann, okay, ich stehe heute in der Mitte, ich weiß, es kommen noch 20 Stufen nach links und 20 Stufen nach rechts, bevor man in der Radikalität und im Extremismus landet, und jede Stufe kann einzeln betrachtet werden, es kann da auch Überlappungen geben, ja, und das kann man nicht alles in dieser Singularität darstellen, als wenn es eben da nur ein Dafür oder Dagegen gibt oder nur zwei Positionen, die zugelassen werden können. Da ist viel, 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 viel mehr Grau zwischen dem Schwarz und Weiß, als das Martin Sellner dann auch deutlich machen möchte mit seiner vereinfachten Zeichnung dann auch von Feindbildern, die natürlich auch zur Unterfütterung der eigenen Gemeinschaft, der eigenen Doktrin gelten, nach dem Motto, wir stehen einer Welt von Feinden gegenüber, die zerstören die Identität, die sind der Tod Europas, und völlig egal, ob links oder rechts, die haben alle nicht erkannt, was der wirkliche geistige Unterbau ist und. Ja, davon partizipiert er halt auch, dass er sich als ideologischer Kopf dann auch profilieren kann. Ja, er hat ja Heidegger gelesen und auch ein bisschen studiert, und das kann er auch dann entsprechend gut rüberbringen für viele, und das gehört natürlich dann dazu, dass er da auch dann diese metaphysische Ebene mitnimmt und diese Metapolitik dann auch betreiben möchte. Ist ja auch ein erklärtes Ziel von ihm, die IB soll ja auch im vorpolitischen Raum, im metapolitischen Raum aktiv sein, und das ist immer die Gefahr, weil da eben nicht mehr rational ergründbar Dinge in den Raum gestellt werden, die als absolute, totale, unverrückbare Wahrheit gelten. Und wie soll man da einen Dialog führen? Ja, also ein Glaube, ein Glaubenskonstrukt, ja, was nicht auf Fakten basiert, sondern auf Vorstellungen, auf Überzeugungen, ist ja schlechterdings mit Fakten und Realitätsbezug ins Wanken zu bringen. Ja? Also wenn sich jemand hinstellt und sagt, ja, ich glaube jetzt eben hier ans fliegende Spaghetti-Monster und das hat die Welt geschaffen, und weil das Spaghetti-Monster eben da seine Kreise dreht, kann jemand, der Veganer ist, nicht Deutscher werden, weil der isst ja dann eben keine Fleischklößchen und kann deswegen vom Metaebene des Spaghetti-Monsters nicht mitgenommen werden und bleibt dann abgeschnitten von der Identitätsbildung. Ja, das ist ja eine ähnliche Parole, als zu sagen, von wegen, ja, die 1000 Jahre deutscher Geschichte, da kann sich ja keiner zugehörig fühlen, der jetzt nach Deutschland einwandert und der da überhaupt eigentlich gar keinen wirklichen Bezug zu hat. Ja, das ist ja so diese Idee, dass letztlich ja nur die organisch gewachsenen Strukturen Berechtigung haben, und das führt in letzter Konsequenz, auch wenn es freundlicher verpackt ist und nicht ganz so deutlich wie in der extremistischen Neonazi-Szene, doch aber auf das Gleiche hinaus, denn Deutsch ist nur, wer deutsche Vorfahren hat. Hast du keine deutschen oder artverwandten europäischen Vorfahren, kommst zum Beispiel aus Asien, kommst aus Afrika oder kommst aus dem Orient, dann kannst du nicht wirklich die deutsche Identität erfassen, weil du ja gar keinen Bezug hast zu der Geschichte, weil du keinen Bezug hast zu eben dann der gewachsenen Religiosität, zu der gewachsenen Geisteshaltung, zu der Identität, die sich da eben über die Zeit herausgebildet haben soll. Ja, das ist eben das Mantra der Ethnopluralisten, das ist das Mantra Martin Sellners, da gehe ich überhaupt nicht mit konform. Aber ich schweife ab, wir gucken jetzt erstmal das Video weiter. Instagram-Profil durchgeschaut, ja, er sieht sich da selbst als Genussmensch, als Dandy, und er inszeniert sich auf Instagram eher als eine Art Libertären, würde ich sagen, ja, im weitesten Sinne.
Ja, das ist falsch. Also ich bin kein Libertärer, das wird mir öfters mal unterstellt. Ich bin Grundsatzliberaler. Der Libertäre geht meiner Ansicht nach zu weit. Also ich bin immer ein Mensch, der auf Augenmaß und auf eine gute Skalierung bedacht ist. Und auch zu viel des Guten ist und bleibt zu viel. Ja? Und auch zu viel Freiheit kann nicht funktionieren, weil dafür ist das menschliche Interagieren zu komplex. Dafür sind die Persönlichkeiten und auch die Ausreißer zu komplex. Deswegen bin ich kein Libertärer. Ich trete durchaus für eine deutliche Verschlankung des Staates ein. Ich trete für einen Abbau der Bürokratie ein. Ich trete für eine größtmögliche Freiheit und für einen geringstmöglichen Zwang im Staatswesen ein. Aber bin kein Libertärer, weil das geht für mich schon in eine eher anarchistische Richtung. Da wird der Staat komplett negiert und da werden Steuern prinzipiell als Raub bezeichnet und als Diebstahl. Und so weit gehe ich nicht. Ja? Also ich sehe mich als Grundsatzliberalen und nicht als Libertären. Das auch nur noch einmal hier zur eigenen Standortbestimmung und vielleicht auch, wenn Martin Sellner das Video sehen sollte, an ihn gerichtet. Kein Libertärer, aber Liberaler. Der Israel-solidarisch, sehr stark Israel-solidarisch, eher US-sympathisierend, was ich extrem ironisch finde, weil Reitz in seiner politischen Zeit sogar Bündnisse mit palästinensischen Bewegungen jetzt aufbauen wollte, gibt. Wir werden sehen, wie sich das auch in seiner Kritik an der EB durchschlägt. Auf jeden Fall. Ja, natürlich, da hat er völlig recht. Aber wenn man das ironisch findet, muss man ja natürlich meinen gesamten Wandel ironisch finden. Ja? Weil ich heute von meinem Mindset her und den Positionen, die ich vertrete, absolut konträr zu dem stehe, was ich damals gepredigt und gelebt habe. Ja, also ich bin heute ein überzeugter Anhänger des Kapitalismus, der freien Marktwirtschaft. Damals war ich überzeugter Sozialist, wenn auch unter nationalen Vorzeichen. Ja, und heute kann ich der Globalisierung auch Gutes abgewinnen. Damals war ich Nationalstaatler, ja, dachte mir, am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Ja, und wir igeln uns ein und bauen die Festung Deutschland und Festung Europa wieder auf. Ja, und Israel-solidarisch bin ich heute. Ich habe damals Israel verachtet und gehasst. Ja, die Juden waren für mich ein Feindbild. Und Israel habe ich sogar Demonstrationen gegen veranstaltet. Ich saß 2 Jahre in Haft wegen Volksverhetzung, wegen einer antisemitischen Hetzrede, die ich auf einer NPD-Demonstration gehalten habe, die sich gegen die Steuergeldausgaben für den Bau in der Synagoge richtete. Ja, also wenn man da jetzt sagt, okay, der Reitz hat damals eben dann auch Bündnisse mit palästinensischen Organisationen schließen wollen oder hat damals an Israel kein gutes Haar gelassen, an den USA kein gutes Haar gelassen. Das ist ironisch. Mein gesamter Wandel wäre unter dieser Betrachtung natürlich dann ironisch. Ja? Aber Menschen können sich ändern, Menschen können sich wandeln und Menschen können natürlich nicht von heute auf morgen, aber über einen gewissen Zeitraum hinweg ihre eigenen Positionen hinterfragen und auch durchaus wandeln. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig und das ist auch eine der Vorzüge des Liberalismus, dass man jede Position immer wieder auf den Prüfstand stellen kann, dass man sie immer wieder kritisch betrachten kann, dass man auch in einem Dialog immer wieder neue Betrachtungsweisen zu Rate ziehen kann, dass man dann neue Blickwinkel sich erschließt und dann auch durchaus Abstand gewinnen kann von Positionen oder auch solche als irrig anerkennen und betrachten kann, die man vorher noch für gut und richtig gehalten hat. Ja? Also von Fanatikern und von Dogmatikern wird das immer so als Schwäche dargestellt, dass man sagt, so, ach, diese Umfaller und heute reden sie so und morgen reden sie so, während ich mir sage, ja, aber von der Wiege bis zur Bahre, das ist ja keine Entwicklung und das bildet auch nicht das Facettenreichtum und die Farbenpracht des Lebens und der Entwicklungsstadien ab. Ja? Und das, was heute gut und richtig erscheint, kann morgen grundfalsch sein, einfach weil die Welt sich ändert, einfach weil das Leben sich ändert, einfach weil die Bedürfnislage sich ändert, einfach weil die Situation sich ändert, einfach weil die Interaktion der Menschen sich ändert, einfach weil Erfahrungswerte hinzugekommen sind und weil man eben nicht auf einer Position stehen bleibt und dann ganz stolz sagt, da stehe ich jetzt und bewege mich keinen Zentimeter weiter. Ja, gerade das ist ja eine Stärke in der heutigen Zeit, dass man sagen kann, ich kann alles immer kritisch aufwiegen und kritisch betrachten und durchaus daran festhalten, aber auch Abstand davon nehmen. Ja. Und das finde ich nicht ironisch, das finde ich schon eine Stärke und das ist auch eine Sache, die mich jetzt sehr, sehr viel weitergebracht hat, dass ich also diesen ganzen Dogmatismus, diesen ganzen Starrsinn in meinem Kopf ablegen konnte und wirklich die Welt jetzt auch versuche, mit offenen Augen zu sehen. Es gelingt mir nicht immer, das weiß ich auch, das ist auch immer ein Lernprozess und ein Versuch, das Beste daraus zu machen, diesem Ideal nachzueifern, aber ich habe heute einfach nicht mehr den Anspruch, dass es fundamentale, unverrückbare Wahrheiten gibt. Die einzige Wahrheit, die es gibt, ist, dass alles im Schwang ist, alles im Wandel ist und sich alles mit Erkenntnis und Erfahrung irgendwann auch einmal wandeln kann. Muss es nicht, aber liegt durchaus im Bereich des Möglichen.
Fall erwarte ich keine plumpe, einfache linke Antifa-Kritik, sondern eben eine Kritik der identitären Bewegung aus einer liberalen Sicht. Ich habe mir allerdings ein paar Kommentare durchgelesen und im Video, ihr seht, ich habe es schon eingeblendet. Erstens fragt Stevie735 Axel, weshalb bist du eigentlich so eloquent? Axel liked das mit Herz und schreibt, ich bin diesbezüglich einfach ein Naturtalent. Also, ja, hier schlägt sie durch, meine sattsam bekannte Eitelkeit, aber zu meiner Ehrenrettung muss ich darauf hinweisen, es befindet sich natürlich ein Smiley hinter dem Naturtalent. Ja, weil letztlich erwarten die Leute immer, ich hätte irgendeine Erklärung und sage, ich habe dieses oder jenes Buch gelesen oder ich habe da einen Workshop gemacht und seitdem bin ich ein guter Redner. Ich konnte immer schon gut quatschen und schwätzen. Ja? Ich hatte immer schon eine große Klappe. Ich muss mich auch im Familienkreis in vielen Diskussionen immer behaupten. Ich bin immer schon von der Statur her klein und schmächtig gewesen und musste deswegen auch auf mein rhetorisches Talent setzen, wenn es auch darum galt, darum gegen Konfliktsituationen zu entschärfen oder zu meinen Gunsten zu wenden. Und das war dann tatsächlich so eine natürliche Gabe, die ich hatte. Ja, dafür bin ich in vielen anderen Bereichen absoluter Loser. Ne? Also nicht, dass jetzt heißt von wegen, oh, der Reiz, der malt sich in den geilsten Farben und der denkt, er wäre ein super toller Hecht. Ich bin in Sport eine Niete, ich bin handwerklich nicht sonderlich begabt. Ja, ich bin auch noch heutzutage in einigen Dingen emotional und auch starrsinnig. Und tue mich da auch schwer, dann eigene Fehler einzugestehen, das weiß ich. Aber ich versuche das eben zu bessern und bin jetzt keiner, der denkt von wegen, also, wow, ich bin es, ich bin der Härteste, ich bin der Geilste und gegen mich kommt keiner an. Ich kann meine Position, denke ich mal, schon halbwegs realistisch einschätzen, obwohl das immer schwierig ist, weil schon Shakespeare wusste, das Auge sieht sich nicht selber. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt der Geilste der Geilsten bin. Habe halt ein gesundes Selbstbewusstsein, aber weiß um meine Stärken genauso wie um meine Fehler. Durchaus von sich selbst überzeugt daher. In einer weiteren Frage wird er gefragt, ob er eine Diskussionsrunde mit mir starten würde und damit kommen wir auch zum Titel des Videos. Axel Reitz sagt darauf, ach was, die Linke, was Linke über mich verbreitet, ist mir genauso Wurst wie das, was Recht über mich absondert. Also meint eben, er hätte keine Angst vor Rufschädigung, davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Mit Sellner zu diskutieren, würde ich mir dennoch zweimal überlegen. Nicht aus Angst, deshalb angegriffen zu werden, sondern weil ich keinen Mehrwert darin erkennen kann. Sellner wurde schon von Gunnar Kaiser nach allen Regeln der Kunst in einer ausführlichen Diskussion zerlegt und niemand hat es interessiert. Seine Anhänger haben ihm trotzdem die Treue, halten ihm trotzdem die Treue und wer von ihm nichts wissen will, braucht dafür keine weitere Bestätigung durch eine, ach so, ja, etc. pp. Also, was er konkret sagt, er behauptet eben, dass in meinem Gespräch mit Gunnar Kaiser, an das sich vielleicht noch ein paar von euch erinnern können, blende es hier kurz ein, ja, könnt euch anschauen, hat mittlerweile 144.000 Aufrufe, ich glaube, eines der meistgesehenen Sellner-Videos auf YouTube, das noch auf YouTube ist, Gunnar Kaiser mich nach allen Regeln der Kunst zerlegt hätte. Das ist seine Meinung, kann man anderer Meinung darüber sein. Ich empfehle euch aber nochmal, dieses Gespräch anzuschauen. Gleichzeitig muss ich auch klar sagen, dem schließe ich mich an. Schaut euch das Gespräch an. Ich bin auch da auf euer Feedback gespannt, ob ihr der gleichen Meinung seid wie ich. Also ich fand schon, dass Gunnar Kaiser aus libertärer Sicht herausarbeiten konnte, dass eben Martin Sellner mit seinen Gedankengängen und mit den Narrativen, die er verbreitet, kollektivistisch ist, totalitär ist und auch in vielen Bereichen freiheitsfeindlich ist. Ja, obwohl das natürlich immer Definitionssache ist. Natürlich wird Sellner das anders sehen. Er hat halt eine andere Herangehensweise und eine andere Interpretationsspielraum. Das ist ihm auch durchaus zugestanden. Aber das ist eben das Problem, wo ich eben schon angesprochen habe, dass jemand, der von fundamentalen Wahrheiten ausgeht, ja, der sagt, ich habe wirklich hier die Wahrheit gepachtet. Ja, ich habe hier den Stein der Weisen ausgegraben. Ich habe hier die ultimative Erkenntnis erfasst, die das Menschwerden bedingt, die die Identitätsbildung vorantreibt, die der Urquell unserer Nation, unserer Kultur und unseres Daseins als Mensch ist. Ja, wie soll man da eine andere Position gegen anbringen? Ja, es wäre dann nur ein Abspulen von gegensätzlichen Positionen, aber es würde ja überhaupt gar kein wirklicher Dialog stattfinden können, weil nicht mit Ergebnisoffenheit herangegangen wird. Ja, also eine Diskussion ist dann immer fruchtbar, wenn beide Parteien ergebnisoffen rangehen und sagen, okay, es besteht die Möglichkeit, dass ich vom Gegenteil überzeugt werde, ich lasse mich eben da von neuen Fakten oder neuen Betrachtungsweisen oder auch neuen Erfahrungswerten dazu zu inspirieren, meine eigene Haltung zu überdenken und diese auf einen kritischen Prüfstand zu stellen und dann zu sehen, ist das noch in Einklang zu bringen mit meiner Überzeugung oder muss ich davon ein bisschen Abstand nehmen oder die vielleicht ganz über Bord werfen? Nur wenn man schon davon ausgeht, dass man eine fundamentale Wahrheit hat, ja, eine metapolitische, eine metaphysische Ebene, ja, die man vertritt mit seiner Aktivität, mit seinem Anspruch,
dann ist dann ein massenpsychologischer Kampfeinsatz gegeben, dass man diese fundamentale Wahrheit allen anderen einhämmern muss, weil diese ja ansonsten automatisch die Wahrheit nicht erkennen können, deswegen entweder doof sind oder zum Feind Kräften gezählt werden müssen, die dann manipuliert sind, die einfach nicht den Durchblick haben. Ja? Und deswegen zweifle ich schon daran, ob das überhaupt einen Mehrwert hätte. Ja? Weil ich kann euch genau sagen, wenn eine Diskussion zwischen Sellen und mir stattfinden würde, ich will nicht sagen, dass er zum Stande wäre, aber nehmen wir jetzt einmal rein hypothetisch an, ich würde die geilsten Widerlegungen für seine Theorien und für seine Thesen anbringen. Ja? Seine Fans und sein Klientel würde trotzdem zu ihm halten. Die würden trotzdem sagen, von wegen, Mensch, der Martin, was der gesagt hat, super, sehe ich genauso, mein Blickwinkel. Und ich habe es ja auch gesehen bei der ganzen Kritik, die jetzt aus den IB-Kreisen, die wahrscheinlich auch durch Martin Sellners Video auf meinem Kanal aufmerksam geworden sind, gekommen sind. Primär fangen sie damit an, mich persönlich anzugreifen. Es waren wenige darunter, die wirklich einen sachlichen Dialog gesucht haben. Ich habe mich mit einigen da auch durchaus konstruktiv austauschen können. Das will ich ja auch nicht verschweigen. Aber die große Mehrheit dieser Leute hat angefangen, mich zu beschimpfen und zu bepöbeln. Ja? Wegen, was erzählst du da für Scheiße, du Schwätzer, du Homo, du Gaylord, du Idiot, du Linksversifter, Umgedrehter. Und da kam wirklich erstmal wieder der typische der Effekt zustande, dass jemand, der Kritik äußert, die am eigenen Weltbild kratzt, die eigene heilige Kühe in Frage stellt, direkt persönlich niedergemacht und angegriffen werden muss. Ja, das ist der Versuch, jemanden schon dann durch Rufschädigung als überhaupt gar nicht ernstzunehmenden Äußerer von Kritik hinzustellen, sodass man sich mit dem Gesagten gar nicht auseinandersetzen braucht, sondern dass man direkt schon vorher sagen kann, von wegen der Typ, der taugt sowieso nichts, der ist eh gekauft, der ist eh ein Schwätzer, der hat eh keine Ahnung oder guckt euch an, was der sonst für Scheiße gebaut hat, ja, oder mir gefallen die Klamotten nicht, was ist das für ein Clown, ne, dass da schon eine negative Haltung entsteht und dass man da überhaupt gar keinen Dialog umsetzen möchte. Da muss man sagen, ist Martin Sellner wirklich anders. Das hat er überhaupt nicht gemacht. Er hätte auch hier Gelegenheit gehabt, mitunter mal unter die Gürtellinie zu ziehen oder mal den durchaus einen oder anderen niederziehenden Kommentar zu platzieren. Ja, das mache ich mitunter auch in meinen Beiträgen, um die mal aufzulockern oder um da auch mal so ein bisschen klare Kante zu zeigen. Das ist nicht immer förderlich, nicht immer richtig. Und da muss man sagen, hat er wirklich hier drauf verzichtet und bemüht sich wirklich sehr, sehr sachlich zu sein. Das unterscheidet ihn von den Leuten, die aus seinem Dunstkreis da auf mich aufmerksam geworden sind und mich kritisiert haben. Nur, ich stelle mir immer die Frage, warum spricht er solche Leute nicht direkt an? Ja, ich mache das unter meinen Videos ja auch. Wenn da auch Freunde von mir angegriffen werden oder wenn da wirklich irgendwelche Hass- und Hetzparolen kommen, habe ich da auch schon Leute zurechtgewiesen und gesagt, pass auf, liebe Leute, diese Form ist hier nicht erwünscht, diskutiert auf Augenhöhe, persönliche Angriffe haben zu unterbleiben. Das macht Martin Sellner nicht. Ja? Und ich habe euch mal auch unter diesem Video etwas herausgesucht, was geäußert wurde, nämlich schöne Kommentare, auf die er nicht reagiert hat. Unter anderem den hier. Da ist auch ein offensichtlicher Fan, der meiner Einschätzung widerspricht, dass Gunnar Kaiser ihn in der Diskussion zerlegt hat. Und ja, da wird dann auch schon wieder dann Gunnar Kaiser als cringiger Libertärer, der nach einer Stunde abgeschaltet werden musste, der da Bullshit erzählt hat, diffamiert. Und Martin hat den Kaiser dann vernichtet, ne, und ist auch noch nett gegenüber diesen Griftern, die sich ekelhaft von all ihrem Wissen fliehend dem Mainstream anbiedern. Also wieder die komplette Schiene, die ich eben schon erwähnt habe. Es wird versucht, hier die lauteren Intentionen von Menschen, die einfach eine andere Ansicht haben, durch den Dreck zu ziehen. Es wird sofort behauptet, sie würden vor ihrem Wissen fliehen, weil es gibt ja nur eine Wahrheit und wer diese Wahrheit nicht erkennt, der will sich entweder dem Mainstream anbiedern oder der flieht vor der Realität und. Also so findet ja kein Austausch statt. Und ganz am Ende, ja, kommt dann ja dann die Ansage, die erste Patrone, ihr wisst Bescheid. Also eine handfeste Drohung, wo auch da wirklich dann wieder nach allen Regeln der Kunst Gewalttätigkeiten in Raum gestellt werden und Mordfantasien geäußert werden. Da frage ich mich immer, warum äußert sich Martin Sellner nicht dazu? Also warum kommt dann nicht mal ein Kommentar, ne, nach dem Motto, Junge, danke für dein Lob, aber das ist zu weit drüber, das will ich nicht, dagegen wehre ich mich. Warum reagiert er auf so Kommentare nicht? Es war jetzt auch nicht viel los unter seinem Video. Das waren 8 oder 9 Kommentare, als ich eben nachgeschaut habe. Der stach mir da direkt ins Auge, weil er
eben dann auch sehr verbal radikal am Ende geworden ist und auch wieder nach allen Regeln der Kunst diffamierend, ja, von seinem Fan da. Und da frage ich mich, warum wird da, wenn doch so viel Wert gelegt wird, eben dann auf einen sachlichen Diskurs, den er auch versucht, ja dann in seinen Videos an den Tag zu legen, nicht auf seine Fanbase eingewirkt? Warum kommt er da seiner Verantwortung nicht nach und sagt von wegen, das ist mein Kanal, das ist mein virtuelles Wohnzimmer, hier entscheide ich, was passiert und was kommentiert wird, und das sollte hier nicht kommentiert werden. Wird nicht gemacht. Ne? Also muss er natürlich nicht. Er kann ja sagen, jeder seines eigenen Glückes Schmied und Free Speech for Everyone. Aber es hat dann schon so ein Geschmäckle, wenn solche Dinge in exorbitanter Zahl auftauchen. Und wie gesagt, von den Leuten, die mich angeschrieben haben, es waren jetzt bestimmt 2 Dutzend, waren 20 übelste Beleidigungen, Pöbeleien. 2 waren durchwachsen, haben also auch durchaus vernünftig, aber dann doch wieder pauschalisierend und herabwürdigend und diffamierend dann argumentiert. Und 2 oder 3 waren dann darunter, die wirklich völlig vernünftig sich geäußert haben. Ja, das ist ja schon krass, ne? Da muss man ja schon sagen, das ist ja schon ein Gefälle, was man da erkennen kann. Jetzt bin ich kein Freund von Kontaktschuld, natürlich kann Martin Sellner nichts dafür, was seine Fanboys da irgendwie erzählen, aber ich weise jetzt mal darauf hin, ich denke, er hat das ja auch sonst in Kommentaren sehen müssen, was da von den Leuten von sich gegeben wurde. Warum reagiert er da nicht drauf? Ne? Die Frage stelle ich mir. Und wenn wir schon dabei sind bei schönen Kommentaren, habe ich dann hier noch den 2. Ne, natürlich habe ich Angst vor Martin Sellner. Ne, das ist ja die Behauptung, die aufgestellt wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang, Axel war nicht schlecht damals, aber du bist um Lichtjahre besser. Ja, also ich habe mich ja rhetorisch jetzt nicht zurückentwickelt. Ich kann ja immer noch so schwätzen wie damals, eben nur mit anderen Inhalten. Das lässt schon darauf schließen, dass er mich damals in meiner Nazi-Zeit schon eher gut fand. Ja, und sagte wegen, oh, die Reden, die er da gehalten hat, geil, ne? Und klar, Sellner ist für mich besser, sagt er, aber er hat anscheinend nichts daran auszusetzen gehabt, was ich damals so an Stuss, Nonsens und Fanatismus von mir gegeben habe. Ne? So, und dann kommt aber dann direkt fast schon entschuldigend, ich habe von Reitz nie etwas gehalten, er hat nie ernsthaft zu uns gehört. Ja? Also, das kann man ja nicht anders interpretieren, als dass dieser Joachim sich ja als Teil der rechtsextremen Szene versteht, dass er sich als Teil der Neonazi-Szene versteht und nicht sagt von wegen, okay, von der Außenperspektive, ach, meiner Ansicht nach war der Reitz nie ein wirklich echter Neonazi, sondern irgendeine exzentrische Randgestalt, sondern er spricht ja aus der Binnenperspektive und sagt, der hat nie zu uns gehört, aus meiner Sicht. Ja? Zu uns. Ja? Er nimmt ja den Martin, den er auch dann mit Vornamen anspricht, ja gleich mit rein. Ja? Und auch da müsste man doch eigentlich von jemandem erwarten, der behauptet, ich habe mit Neonazis nichts am Hut, ich bin 0% rassistisch und diese Rechtsextremismus lehne ich ab. Ja? Da müsste man doch sagen, warum wird unter so einem Kommentar nicht einfach mal gesagt, hör mal, wenn du noch Nazi sein solltest, so kann ich das hier nicht anders interpretieren, da gehöre ich nicht dazu, dann gibt es kein Uns. Ne? Aber stattdessen, das ist ja auch dann ein Konzept von Martin Sellner, wird ja immer dann die Mosaikrechte beschworen, ja, dass gesagt wird, hier Distanzierung bringen uns nicht weiter, das ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck, innerhalb der Rechten sich auf Kosten anderer zu profilieren. Wir müssen alle irgendwie zusammenhalten und wenn wir nicht gemeinsam marschieren, dann müssen wir doch gemeinsam in die gleiche Richtung schlagen und da können wir jeden gebrauchen. Und so werden natürlich auch dann Leute inkludiert, die durchaus Rassisten sind, die durchaus rechtsextrem sind, die durchaus Neonazis sind. Es gibt unzählige Veranstaltungen, wo Identitäre mit irgendwelchen Typen rumlaufen, die auch in Neonazi-Kameradschaften noch aktiv sind. Ja? Es gibt Identitäre, die auf den Rechtsrock-Festival in Telma rumlaufen. Ja? Es gibt Leute mit Blood and Honor-Insignien, die auf identitären Veranstaltungen mitlaufen und da nicht irgendwie angesprochen werden nach dem Motto, ja, bist du raus, lässt dir das noch wegtätowieren, sondern die da willkommene Gäste sind. Ja? Ich habe auch eine ganze Liste von noch aktiven Neonazis, die auch in der identitären Bewegung mitgemacht haben, die da Stützpunktleiter geworden sind, ja? Die immer noch auf Führergeburtstagsfeiern der Szene teilgenommen haben, aber gleichzeitig Identitäre waren, die ja angeblich nichts mit Nazis zu tun haben. Ja? Und wenn das 1-2 Fälle wären in einer riesigen Organisation, könnte man sagen, gut, komm, Scheiße kann passieren, liebe Leute, aber es kommt so oft vor und es kommt in einer derartigen Häufigkeit vor, dass da doch ein Martin Sellner hingehen müsste und sagen müsste, das will ich nicht,
Das möchte ich nicht. Ja, und wie sowas geht, das hat zum Beispiel Jörg Meuthen gezeigt, ja, als er auf dem letzten Parteitag der AfD in Kalka ganz klar gesagt hat, wer da bei diesen Corona-Verschwörern mitläuft, wer hier diese und jene Thesen in den Mund nimmt. Ja, ich sagte, da muss man fragen, ob der überhaupt noch gerade ausdenken kann. Ja, das sind keine Querdenker, ne, sondern das sind Vollhonks. Ja, also er hat da schon deutliche Worte gefunden, ist dafür auch von großen Teilen seiner eigenen Partei massiv angegriffen und ausgebuht worden. Ich sehe das auch durchaus kritisch, weil er vorher auch mit Leuten, die er jetzt kritisiert, zusammengekungelt hat, um seine eigene Position zu halten. Er ist ja auch auf dem Kyffhäuser-Treffen des Flügels aufgetreten und. Aber worum es mir geht, man kann auch deutlich Kritik äußern. Man kann auch sagen, das will ich nicht, das möchte ich nicht. Und das macht Martin Sellner nicht. Ja, und solche Dinge lässt er einfach dann durchlaufen, die lässt er stehen unkommentiert. Und das sind dann alles so Dinge, wo ich mich frage, warum? Hat er keine Möglichkeit? Sieht er das nicht? Will er das nicht sehen? Oder möchte er diese Menschen tatsächlich in seine Mosaikrechte mit einbauen? Ja, auch das ergibt ja dann im Gesamtkontext ein Bild, was nicht mit dem übereinzustimmen ist, was er predigt und was er so von sich gibt. Ja, weil er sagt von wegen, ja, wir als Identitäre, wir sind keine Rassisten, wir haben mit Neonazis nichts zu tun, wir werden verleumdet. Da muss man sich ja mal ganz klar die Frage stellen, wie kann es denn sein mit der Kontrakultur, dass die noch nicht mal in der Lage sind oder willens sind, ihren damaligen Twitter-Account irgendwie zu säubern oder sich davon zu distanzieren, was damals an Inhalten publiziert worden ist, sondern die nahtlos weitermachen. Ja? Dessen Hauptprotagonist ja auch das identitäre Handbuch geschrieben hat, wovon A bis Z dann bestimmte Themengebiete aus identitärer Sicht erklärt werden und kommentiert werden, ja, der im Vorwort einfach schreibt, ja, wir waren halt damals Nationalrevolutionäre, die andere Wege gegangen sind, die nicht so erfolgreich waren, heute sind wir identitär. Kein Wort der Distanzierung, kein Wort, dass man damals Scheiße gebaut hat, kein Wort, dass man damals mit Extremisten marschiert ist, kein Wort, dass man damals Rassismus mitgetragen hat, ja, sondern einfach nur, ja, wir waren Nationalrevolutionäre und machen jetzt halt was anderes, ne? Und auch da kommt man der Verantwortung ja eigentlich nicht nach, dass man sich wirklich klar und deutlich positioniert, dass man klar und deutlich eine Trennlinie zieht, sondern das ist alles irgendwie so ein bisschen Gemaggel und ja, offiziell will man halt nicht und sagt mal was dagegen, aber unterm Strich wird trotzdem zusammengearbeitet. Das ist in etwa so wie die AfD, die offiziell einen Abgrenzungsbeschluss gegen die identitäre Bewegung gefasst hat, aber kein Problem damit hat, wenn Flügelleute reihenweise irgendwelche IB-Mitglieder und Funktionäre als Mitarbeiter in ihren Wahlkreisbüros oder ihren Abgeordnetenbüros beschäftigen. Ja, also Wasser predigen und Wein saufen steht keinem gut zu Gesicht und hier kann man wirklich nachweisen, dass sich da die Identitären und Martin Sellner mitunter schon so ein bisschen wie Gott verhalten, meiner Ansicht nach. Ne? Aber fahren wir weiter mit dem Video. Sagen, wenn Axel Reitz zum Gespräch bereit ist, warum nicht? Ich bin immer relativ offen, wegen Corona würde es wahrscheinlich eher ein Online-Gespräch werden. Gleichzeitig muss ich sagen, ich verstünde auch, wenn er das nicht wollte. In diesem Gespräch hätten wir das Problem, das ich immer habe, wenn ich mit Leuten diskutiere, die nicht bereits aus dem dissidenten rechten Lager kommen, nämlich diese Leute müssen sich radikal von mir abgrenzen. Das Gespräch muss quasi eine Vernichtung und eine Attacke-Ritt gegen mich sein. Ja, das ist ja schon mal eine handfeste Unterstellung. Ja? Das ist ja auch schon wieder so eine allgemeingültige Theorie, die Martin Sellner hier aufstellt. Ja? Also wer nicht zu den Dissidentrechten gehört, wie er sie nennt, also zu seinen Kreisen, ja, die als radikal oder extremistisch gelten, der muss sich dann wirklich distanzieren, der muss wirklich dann mit Parolen wie Nazi und so weiter und so fort vorankommen. Ja, da gibt es gar keine andere Möglichkeit und das ist das Problem, was er in diesem Gespräch auf jeden Fall mit mir hätte. Ja, also das weiß er schon im Vorfeld, ja, das weiß er schon, weil er das schon erkannt hat, diese Mechanismen, und davon ausgeht, es gibt also nur ein Entweder-Oder, entweder ist man Dissidentrechter und wenn man noch kein Dissidentrechter ist, der mit ihm im selben Boot sitzt und mit denselben Abwehrmaßnahmen der Social-Media-Konzerne zu kämpfen hat, die ich auch durchaus immer kritisch betrachtet habe, die ich auch weit, weit drüber finde mitunter. Ja, aber da wird dann einfach so getan, als wenn es auch da nur ein Entweder-Oder gäbe. Ja, als könnte man nicht auch einen kritischen Dialog führen, ohne eben dann tatsächlich dann direkt jemanden fertig machen zu müssen oder vernichten zu müssen. Ja, also das ist auch schon wieder sehr interessant, dass da also völlig undifferenziert ein Bild aufgezeichnet wird, dass da völlig undifferenziert so getan wird, als könnte er schon voraussehen, wie eben da eine Problematik auftreten würde in einem möglichen Gespräch mit uns beiden. Ne?
Tirino Sellner Nazi-Arschloch, das er 3, 4, 5 Mal sagen musste, um überhaupt zu rechtfertigen, mit einem bösen Wicht mit mir zu sprechen. Das heißt, diese Leute müssen sich quasi gegen Kritik und gegen diesen Lepra-Effekt, den Kritiker des Bevölkerungsaustauschs haben, immunisieren durch eine überzogene Angriffshaltung. Ja, da geht es weiter in der Unterstellung. Ja, ich meine, dass natürlich Leute sich auch gerne distanzieren, dass von vielen das aus reiner Überzeugung kommt. Ja, also ich würde es sehr kritisch betrachten, wenn jemand dem Sellner auf die Schulter klopft und sagt von wegen, ja, Mensch, Junge, vieles, was du sagst, kann ich unterschreiben, und dann gibt es ein Gespräch und dann wird so getan, als wenn er der Belzebub persönlich wäre, dann würde ich sagen, ja, das ist eine Haltung, da kann man ablesen, das macht er jetzt nicht aus Überzeugung, sondern aus bestimmten Gründen. Entweder hat er mich damals angelogen, als er mir auf die Schulter geklopft hat, oder er lügt jetzt, weil er Angst hat vor Angriffen. Ja? Aber es gibt doch auch unheimlich viele Kommentatoren, es gibt doch auch unheimlich viele Gesprächspartner, die sich, wenn sie sich mit Sellner auseinandersetzen, Zwischentöne treffen, die zwar ihre Ablehnung kundtun, aber diese auch überzeugend begründen können und sagen, aus folgenden Gründen sehe ich das so, die nicht nur mit platten Vokabeln um sich werfen. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, für mich ist auch Martin Sellner kein Nazi. Ja, er hat zwar auch wie ich in der Nazi-Szene angefangen, im Umkreis von Gottfried Küssel in Österreich, der sagt, es war eine Jugendsünde, ja, ist dann identitär geworden, und er ist für mich heute kein Nazi mehr. Ja, er ist ein Neurechter, er ist ein Totalitarist, er ist ein Autoritärer, er ist ein Illiberaler, er ist jemand, der an meiner Ansicht nach überkommenden Gedankenkonstrukten festhält, ja, die sich als einfach unpraktikabel erwiesen haben und die von einem bürgerlichen, freiheitlichen Standpunkt aus nicht zu gutieren sind und gut zu heißen sind, aber er ist für mich kein Nazi. Ja. Trotzdem ist er Rechtsextremist, eben wegen seiner klaren dogmatischen Grundhaltung, eben wegen seiner klaren Ausgrenzung von Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis stammen oder die eine zu fremde Ethnie ihr eigen nennen, dass diese nicht Teil der deutschen Identität werden können und damit nicht Teil eben dann der ethnozentristischen Gesellschaft, wie er sie sich wünscht. Ja, das ist für mich eine klare Ausgrenzung, das ist für mich ein klarer Verstoß gegen den republikanischen Grundsatz, den er auch in Worten ablehnt. Er sagt von wegen, ja, wir wollen als Land kein republikanischer Club sein, dem man einfach beitreten kann, wenn man hier die Mitgliedsstatuten erfüllt und sich zum Grundtenor bekennt. Ja, und da gehen die Meinungen schon weit auseinander. Das ist nach meinem Dafürhalten einfach extremistisch, das ist für mich ausgrenzend, das ist für mich auch rassistisch, wenn auch aus anderen Gründen als die Schädelvermesser, die Nazis, die damals ja gesagt haben, ja, an Rasse sind eben ganz bestimmte höher- und minderwertige Charaktereigenschaften verbindlich. Aber auch Martin Sellner geht ja davon aus, dass sich eben dann Eigenschaften, wenn auch auf anderer Ebene und wenn auch auf andere Art und Weise dann verinnerlicht haben, zur Identitätsbildung dann geworden sind, und dass das beibehalten werden muss und das auch nur geht, wenn wirklich da eine ethnozentristische Gesellschaft oder ethnozentristische Gesellschaften weltweit existent sind, weil alles andere ja dann zur Identitätszerstörung führt, seiner Ansicht nach. Da bin ich gegen, da ist er für mich also ein Rechtsextremist, und das adressiere ich auch so, aber er ist kein Nazi. Ja, da muss man sagen, er würde von mir nicht zu befürchten haben, dass ich mich mit ihm hinsetze und sage von wegen, ja, du Nazi oder du Arschloch oder sonst irgendwas. Also ganz ehrlich, wenn irgendjemand in einer Diskussion derartige Vokabeln äußern würde, könnte ich auch völlig verstehen, wenn er da aufstehen würde und würde sagen, wegen, okay, dieses Niveau, das lehne ich ja ab. Ja? Weil auch wenn man jemanden ablehnt, auch wenn man das bekämpft, was er vertritt, kann man immer noch freundlich diskutieren und kann sich immer noch, wenn auch mit Distanz und Ablehnung, mit jemandem zumindest im Rahmen der gebotenen bürgerlichen Höflichkeiten auseinandersetzen. Ja? Und dass er schon so tut, dass das von anderen dann schon ein Muss wäre, dass sie sich distanzieren müssen, dass sie keine andere Wahl haben, das ist ja auch schon wieder so eine kleine Verschwörungstheorie, die völlig außer Acht lässt, dass es durchaus auch Journalisten gibt, die sich auf eine andere Art und Weise mit ihm auseinandersetzen würden. Ja, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Jan Fleischauer, den ich sehr schätze und sehr bewundere, der den Schwarzen Kanal im Spiegel schreibt, so mit Martin Sellner umgehen würde. Ja, und es gibt auch eine Reihe von anderen Journalisten, die ich jetzt nicht alle aufzählen brauche, die auch nicht so mit ihm umgehen würden. Aber er stellt es halt so dar, dass das ein Muss wäre, ein Must-Have, um mit ihm überhaupt sprechen zu können. Ja, und das ist schon weit drüber, meiner Ansicht nach. Und überzogene Polemik, was für ein Gespräch auch oft untergräbt. Und weiters ist es de facto so, und das weiß Reitz genauso wie es gerade Gunnar Kaiser bitter am eigenen Leib erfährt, sich mit mir hinzusetzen, mit mir zu sprechen, ist ein riesiges Problem für eine kommende Karriere. Gunnar Kaiser.
Ja, das ist jetzt auch schon wieder so ein guter rhetorischer Kniff, muss man sagen. Also hier alle Achtung, Martin Sellner. Einen Satz zu beginnen mit, wie wir alle wissen, ja, oder wie wir ja schon festgestellt haben. Das nimmt ja eine Tatsache vorweg. Ja, er stellt ja hier eine Tatsache in den Raum, die er als allgemeingültige Erkenntnis darstellt, indem er mir unterstellt, der Reiz weiß ja ganz genau das, was ich jetzt sage, richtig ist. Ja, der Reiz weiß ja genauso wie, ja, und bringt dann andere Fallbeispiele, obwohl man dazu sagen muss, Gunnar Kaiser, der in die Kritik geraten ist, nachdem als Moderator für die Friedrich-Naumann-Stiftung der Freiheit, das ist die Stiftungsorganisation, die der FDP nahesteht, als Moderator gebucht worden ist. Da gab es danach einen Mini-Shitstorm auf Twitter, wo dann jemand gesagt hat, oh, der ist aber rechtsoffen und guckt euch mal an, was er sonst noch so vertritt. Da wurden dann auch Corona-kritische Beiträge von ihm, die ich auch persönlich mitunter für weit drüber mitunter achte, zum Anlass genommen. Oder auch, dass er rechte Literatur im Bücherschrank stehen hatte, dann angekreidet, der Mann, der wäre rechtsoffen. Und rechtsoffen ist ja genauso böse wie rechts und dafür darf er jetzt nicht mal als Moderator auftreten. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat sich dann, das fand ich auch recht schockierend, diesem Mini-Shitstorm gebeugt und gesagt, da muss uns wohl ein Fehler unterlaufen sein, ups, und den laden dann nicht mehr ein. Aber Martin Sellner hat dabei gar keine große Rolle gespielt. Ja, also die Friedrich-Naumann-Stiftung hat jetzt nicht gesagt, Gunnar Kaiser saß mit dem Kopf der Identitären Martin Sellner zusammen und hat mit ihm diskutiert und dafür darf der jetzt nicht mehr hier bei uns moderieren oder dafür darf er jetzt bei uns nicht mehr eingeladen werden. Das hatte vielschichtigere Gründe, das hatte andere Gründe und Sellner ist da kaum erwähnt worden. Also auch hier spielt er sich so ein bisschen meiner Ansicht nach in den Vordergrund, um zu sagen, naja, der hat jetzt deswegen Probleme, weil der mit mir dieses Interview aufgenommen hat. Dieses Interview war lange im Netz, ist auch sehr, sehr positiv aufgenommen worden von vielen Liberalen und auch von vielen IB-Kritikern, sogar aus dem linken Spektrum, die gesagt haben, hier hat einer klar Martin Sellner demaskiert. Ich weiß, er sieht es anders, kann man ja auch vortrefflich drüber streiten. Hab ja schon festgestellt, dass das vom Blickwinkel zum Blickwinkel variieren mag. Aber dieses Video ist Gunnar Kaiser nicht zum Verhängnis geworden. Es hat auch seine Karriere nicht irgendwie negativ beeinflusst. Der Mann ist Autor, der Mann ist Lehrer und hat einen sehr gut laufenden YouTube-Kanal. Also da ist jetzt auch nicht so, weil er mit Martin Sellner dieses Video aufgenommen hat, plötzlich der Kanal gesperrt worden oder er hat seine Stelle als Lehrer verloren oder die Verlage haben ihm gekündigt und sagen, oh, deine Bücher verlegen wir hier nicht mehr. Also hier wird auch schon wieder dramatisiert, hier wird schon wieder etwas aufgebaut. Ah ja, die Karriere wird geschädigt und der arme Mann, der geht jetzt vor die Hunde, nur weil er mit mir gesprochen hat. Das ist schon eine Selbstüberhöhung und das ist auch eine Verzerrung der tatsächlichen Geschehnisse. Ne? Kaiser hat deswegen, ich wollte eventuell auch darauf eingehen, wollte ihm nicht weitere Probleme machen, einen großen Karriereknick bekommen, der Versuch ihn einzuladen von politischen Parteien für Gesprächsrunden. Er startet gerade extrem durch in einer wirklich hervorragenden Corona-Berichterstattung. Der ist gescheitert unter anderem oder war nahe dran zu scheitern, weil er es gewagt hat, mit mir zu sprechen. Mein Gesprächsangebot steht also, ich verstünde allerdings. Naja, aber wie gesagt, wie gerade ausgeführt, nochmal, das ist ja so nicht richtig, ja, also sein Gespräch mit Martin Sellner ist nicht der Aufhänger gewesen, weswegen Gunnar Kaiser in die Kritik geraten ist und seine Karriere ist weder beendet und hat auch nicht wirklich einen nennenswerten Knick bekommen, ja, ich meine, klar hat er Gegenwind bekommen, klar hat die Friedrich-Naumann-Stiftung gesagt, okay, dich laden wir jetzt nicht mal als Moderator ein, da ist er jetzt einmal gewesen auf Vorschlag von jemand anderem, das war jetzt auch nicht so die große Karriere, dass er da eine Standardplanung irgendwie bekommen hätte oder er schon eingeplant war für Großveranstaltungen oder als generell Moderator tätig, als genereller Moderator tätig zu werden. Also das ist jetzt auch schon so ein bisschen weit ab. Klar ist das scheiße, dass jetzt der Gunnar Kaiser da ausgeladen wurde, aber letztlich kann man dazu stehen, wie man will. Ich habe da auch meine klare Position zu und sage von wegen, ich fand das nicht gut von der Friedrich-Naumann-Stiftung, kritisiere ich auch. Aber jetzt so zu tun, als wenn seine Karriere ruiniert worden wäre, weil er ein Gespräch geführt hat und das würde anderen dann genauso gehen, das ist Opfermythos. Also das kann man nicht anders sagen, tut mir leid, aber das ist Opfermythos. Ne? Allerdings, wenn Reitz es nicht annimmt oder annähme. Und ich glaube, dass es vielleicht sogar für ihn und vielleicht sogar für das Gespräch besser wäre, wenn es einfach hier ein Antworten auf unterschiedliche Videos und Videoreaktionen darstellt. Auch weil ich, wie bereits angesprochen, diese Dynamik kenne und weiß, dass ein Gespräch dann übermäßig polemisch sein muss. Und naja, aber auch hier, also er geht nicht davon ab, jetzt nochmal weiter drauf zu hauen, dass seine Vorstellung, dass ein Gespräch mit mir
polemisch, ja, überzogen, kritisch und quasi hier mit Nazi-Arschloch garniert sein müsste, so wie er es bei ja, einem Drauflospolterer Fellner erlebt hat. Das könnt ihr auch mal googeln, wenn ihr Interesse habt. Da ist er zu Gast gewesen bei Fellner, der ist in Österreich ein bekannter Moderator, der aber immer hemdsärmlich auftritt. Ja, man muss sagen, der Fellner, der ist deswegen so beliebt, weil er halt ein Urbursche ist, der halt alle nicht sanft anpackt, sondern immer hier, ich bin haut drauf, Bursche, ich sag, was Sache ist, ich nehme auch Schimpfworte in den Mund und ich bin original und ich kann das. Also er ist jetzt auch nicht nur bei Martin Sellner übermäßig kritisch gewesen, ja, sondern hat sich da klar positioniert, klar distanziert, kann auch verstehen, dass ihm das nicht gefallen hat, nur wenn ich in so eine Talkshow gehe und weiß, mit wem ich es zu tun habe, dann weiß ich auch, worauf ich mich einlasse. Ja, es ist genau dasselbe, als wenn ich jetzt versuchen würde, mit meiner Scheißstimme bei Deutschland sucht den Superstar bei Dieter Bohlen vorzusingen und der sagt mir dann von wegen, oh mein Gott, Junge, damit kannst du Katzen töten, wenn die dich hören. Dann bin ich auch nicht enttäuscht und sage so, oh, das war jetzt aber übermäßig kritisch, ne? So, oh weia, ne? Weil wir haben ja erlebt, Gunnar Kaiser zum Beispiel hat sich ja sehr, sehr vernünftig auch mit Martin Sellner auseinandergesetzt. Klar war er mitunter forsch, klar war er mitunter deutlich. Ja, aber es war ja nicht so, dass er ihn jetzt niedergemacht hätte oder sich die ganze Zeit in jedem zweiten Satz distanziert hätte oder sonst irgendwas. Also von mir könnte er jetzt nicht erwarten, dass ich, wenn ich mich mit ihm unterhalten würde, dann ein Fellner-Auftritt kommt und ich dann so sage, du Nazi-Arscher, was du da sagst, das ist ja das Allerletzte. Ich würde ihm schon klare Kante geben. Ich würde sagen, aus folgenden Gründen halte ich das für rassistisch, halte ich das für rechtsextrem, halte ich das für revisionistisch, halte ich das für falsch, halte ich das für überzogen, halte ich das für undifferenziert, aber ich könnte es begründen. Ja? Ich könnte durchaus meine liberale Position da in die Waagschale werfen und sagen, aus folgenden Blickwinkel aus betrachtet, kann man das nicht anders sehen als so. Ja, und würde ihm auch zuhören, würde auch darauf eingehen und dass er so vorweg einfach wegnimmt und sagt, ja, ist vielleicht schon besser, wenn so ein Gespräch gar nicht erst stattfindet, weil das würde ja doch nur irgendwie eine polemische Scheindiskussion geben. Das ist schon auch wieder so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung schon fast. Ne? Also er gibt ja schon da ein Narrativ vor, dass jedes kritische Wort von seinen Anhängern ja schon in diese Richtung interpretiert werden müsste. Ja? Also wenn ich eine klare Kante bekenne, die es aber begründen kann, ist das was anderes, als wenn ich jemanden beleidige oder tatsächlich versuche niederzumachen. Also mein Ansinnen ist es immer, das wird ja auch in allen Streams mit Philipp Schlaffer deutlich und auch in all meinen Beiträgen deutlich, auf Augenhöhe zu diskutieren, wenn es dazu kommt und solange es möglich ist, auch mit Extremisten. Ja, weil völlig klar ist, dass diese Menschen irgendwann zurückkehren können. Ja, dass diese auch wieder sich willkommen fühlen müssen als Teil der Gesellschaft. Ja, und deswegen prägen wir die Parole auch bei Extremistlos und in unseren Streams: Hasse den Extremismus, aber nicht den Extremisten. Ja, weil das ist unsere Aufgabe auch als Gesellschaft. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe als geläuterter Extremist. Ja, der weiß, wie wichtig es ist, dass Brücken gebaut werden für Menschen, die sich verirrt haben und die vielleicht Angst haben, hinüberzuschreiten, wieder zurückzukommen. Ja, dass da nicht mit dem Dreschflegel draufgehauen wird und dass da nicht unnötige Fronten aufgemacht werden, sondern dass man da auch im Dialog vielleicht anregen kann, dass man da vielleicht doch Selbstreflexionsprozesse in Gang setzt, sodass man da vielleicht doch noch irgendwo in kleine Brüche hineinstoßen kann, die sich zwangsläufig auftun, wenn man sich in solchen Bewegungen, in solchen Strukturen bewegt, ja, und demjenigen mitgeben kann, von wegen, ich nehme dich ernst, ich verstehe dich ein Stück weit, ja, ich verurteile dich nicht pauschal, ich bin nicht hier, nur weil ich mich selber profilieren will, indem ich mich darstelle, ich wäre besser als du oder du bist das Allerletzte, ja. Unser Ansatz ist es wirklich, den Leuten zu helfen, mit den Leuten in Dialog zu gehen, den Leuten immer auch ein Stück weit die Hand zu reichen, wenn sie zurückkommen wollen. Ja? Nun glaube ich nicht, dass Martin Sellner irgendwann bei mir vor der Tür steht und sagt von wegen so, oh mein Gott, Axel, musst du mir am Ausstieg helfen. Ja, das würde er, wenn, sicherlich auch ganz alleine auf die Kette kriegen, aber ich könnte mir, wenn, schon davon versprechen. Und das wäre auch so der Punkt, den ich dann vielleicht als Pluspunkt auf der Liste Pro und Contra für ein Gespräch mit Martin Sellner mir aufschreibe, dass ich vielleicht doch noch irgendwie ihn bewegen kann, ja, dass ich ihm vielleicht doch noch irgendwo was mitgeben kann, wo er drüber nachdenkt und wo er von seiner dogmatischen Position vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen kann und sagt, okay,
vielleicht ist das doch ein bisschen drüber oder vielleicht habe ich mich hier getäuscht, vielleicht habe ich mich hier geirrt. Ja, aber man muss ja dann auch ganz klar konstatieren, er stellt ja hier Tatsachenbehauptungen auf, die dann nicht eintreten müssten. Ja, und da fühle ich mich jetzt schon so ein bisschen gekitzelt, da ihm vielleicht auch zu beweisen, ich muss gar nichts, ja, ich muss irgendwann sterben, das muss ich, ja, und auch da steht fest, dass ich es muss, wenn es soweit ist, vielleicht bin ich ja der erste Unsterbliche, der hier über Erden wandelt, ja, und da muss man sagen, ich muss nichts, ja, alles kann, nichts muss, wie im Swingerclub, ja, und davon auszugehen, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass er diese schlechten Erfahrungen automatisch machen muss, weil es gar nicht anders geht, da würde ich ihm schon gern so ein bisschen die Augen öffnen. Ne? Also wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr gleich am Ende des Videos an Kommentaren runterschreibt. Haltet ihr das für gut, wenn ich die Diskussion mit ihm starte? Was würdet ihr vorschlagen, in welchem Rahmen das stattzufinden hat und was sind da eure Grundgedanken? Also ich bin da wirklich auch ergebnisoffen jetzt. Ich würde mir das gerne anhören und muss auch dazu sagen, es hat mir auch wirklich die unaufgeregte, versucht sachliche Art von Martin Sellner doch nochmal so einen Anstoß gegeben, dass man mit ihm vielleicht doch auf eine Art und Weise kommunizieren könnte, die nicht nur ein klapperndes Geräusch eben dann zeitigen würde, sondern doch vielleicht auch einen interessanten Austausch, ja, wo man aber dann doch am Ende klar sagen muss, wir sind völlig gegenteiliger Meinung und was du sagst, lehne ich ab, bekämpfe ich, das sagt er mir aber genauso ins Gesicht, ja, weil diese Demarkationslinie, von der er spricht, die existiert für ihn ja schon bei den Identitären und bei den Anti-Identitären, zu denen ja auch Liberalismus gehört. Ich bin bekennender Anhänger des Liberalismus, also bin ich für ihn ja schon ein ausgemachtes Feindbild, genauso wie er für mich als Rechtsextremist auch ein Feindbild darstellt, ja, also da muss man schon sagen, die Grenzen sind ja schon abgesteckt, ja, und ob da was möglich ist, ich habe da arge Zweifel und weiß nicht und möchte auch ungern mir nachher nachsagen lassen, dass ich meinen Kanal zur Verfügung gestellt habe, dass jemand da eben seine Parolen absondern kann, weil wir dürfen nicht vergessen, Martin Sellner ist ein sehr geschulter PR-Mann, ist ein guter Propagandist, der weiß auch ganz genau, wie er seine Ideen zu verkaufen hat, der weiß auch ganz genau, wie man Kritik umschiffen kann und er weiß sich da auch immer seiner Fanbase sicher, die da mit drauf einsteigt und die da auch Stimmung machen kann. Deswegen bin ich da skeptisch. Mir wäre persönlich ein neutraler Boden am liebsten, dass man sagen könnte, okay, hier gibt es einen neutralen Boden, vielleicht sogar noch einen neutralen Moderator. Und jetzt wird auf Augenhöhe diskutiert und jetzt wird auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Das würde mich auch reizen. Ja, aber da mache ich es genauso, wie Martin Sellner in seinem Aufruf ja gesagt hat, was haltet ihr davon, jetzt auch von euch ein Stück weit abhängig, was sagt ihr dazu, wie steht ihr zu dieser meiner Idee und wie steht ihr zu diesen meinen Standpunkten, geht das für euch jetzt eher in die genannten Kontra- oder in die genannten Pro-Punkte hinein, was würdet ihr dazu sagen? So, jetzt lassen wir das Video aber endlich weiterlaufen. Ich habe schon viel zu viel geschwätzt. Ich weiß, entschuldigt bitte. Davon hat man dann wenig. Ich bin kein Fan des Vernichtens, Fertigmachens und so weiter und so fort. Ich versuche im Gespräch immer Konsens zu finden oder zumindest klare Demarkationslinien zu ziehen. Und damit noch am Schluss, warum ich das so interessant finde, auch meine Kritik und mein Eingehen auf das Video vom Reiz, was ich jetzt machen werde, wenn ich Zeit habe, im Laufe der nächsten Tage, hoffentlich nicht Wochen. Ich glaube, dass in diesem Video auch klar wird und mir dann klar wird in der Kritik, ja, gibt es eine Möglichkeit im Rahmen der, des Systems, der politischen Landschaft, der Interpretation der Verfassung, wie sie gerade von den herrschenden Eliten durchgezogen wird. Ich finde, da gibt es auch andere mögliche Interpretationen. Ist es möglich, eine patriotische, migrationskritische Haltung, eine Haltung gegen den Bevölkerungsaustausch zu vertreten? Ja, oder ist das automatisch extremistisch und bösartig und zu bekämpfen aus geistiger und ideologischer Sicht? Denn das ist das Verdikt, das jetzt offenbar im Titel über uns fällt. Gleichzeitig behauptet Reitz von sich immer wieder, dass es eine konservative, patriotische, rechte Kraft geben müsste, aber im Rahmen des Verfassungsbogens. Ich behaupte, dass die identitäre Bewegung mit ihrem friedlichen, patriotischen Aktivismus genau das darstellt. Reitz behauptet oftmals, wir stellen das nicht dar. Ich bin sehr gespannt, was sich daraus ergeben wird und ich freue mich schon sehr darauf, das Video live anzuschauen. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf, dass ihr das Video dann sehen könnt. Falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne dieses Video auf meinen dissidenten Plattformen, Telegram, BitChute, Odyssey etc. dem Herrn Reitz schicken. Und ich bin schon gespannt, was sich aus dieser vielleicht auch nur distanzierten Debatte ergeben wird. So, das war ja schon mal ein interessantes Schlusswort. Ja? Aber auch da stellt Martin Sellner ja bestimmte Konstrukte als Tatsache in den Vordergrund. Ja, es wäre erstmal vortrefflich, darüber zu streiten,
ob es den Bevölkerungsaustausch überhaupt gibt, ja, und was darunter zu verstehen ist, ja, und wie man Bevölkerung definiert, ja, weil Bevölkerung ist ja nicht Volk. Ja, und da gibt es ja auch verschiedene Überzeugungen, verschiedene Überlegungen, sodass man schon viel früher anfangen muss, erstmal die Frage aufzuwerfen, das, was du hier behauptest, trifft das überhaupt so zu? Oder ist das überhaupt Allgemeinkonsens oder ist das deine eher parteiische Sicht der Dinge, ja, die ja gar nicht allgemeingültig ist? Ja? Also ich verstehe auch unter migrationskritisch etwas anderes, als es die IB versteht. Ja? Und ich ziehe andere Lehren daraus, als Martin Sellner es in seinen Artikeln und Schriften tut. Ja? Und einfach so zu tun, als wenn die herausgebende Narrative der IB allgemeingültig sind und Fakt sind und Realität sind, ohne dass man erstmal sich darüber einig wird, was wird damit überhaupt zum Ausdruck gebracht, was wird damit eigentlich überhaupt gesagt, was steht überhaupt an Inhalt hinter vielfältig mit Inhalten gefüllten Begriffen für jeden Einzelnen von uns, ist es schon schwierig. Und deswegen kann ich mir schon für sehr interessant vorstellen, dass man da mal auch ins Detail geht und da nicht nur wirklich dann an der Oberfläche kratzt und sagt, naja, gibt es einen Bevölkerungsaustausch oder nicht oder Migrationskritik, ist das gut oder schlecht? Das ist ja kein wirklicher Dialog und da muss man schon so ein bisschen, wie die Linken es nennen, Dekonstruktion an den Tag legen und in die Tiefe gehen und wirklich kritisch hinterfragen, ja, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und das könnte ich mir auch durchaus interessant vorstellen, auch durchaus als spannend vorstellen. Das wird wahrscheinlich auch mitunter sehr ideologisch an einigen Stellen werden. Das wird viele wieder abschrecken, die dann sagen, so, oh mein Gott, da muss ja Politiksemester studiert haben, wie andere Leute ihre Unterhosen wechseln. Und ja, also wie gesagt, ich bin da auch noch, wie gesagt, sehr skeptisch. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Mehrwert hätte. Also ein Stück weit würde es mich schon reizen und auch ein Stück weit kitzeln. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man jetzt so ein bisschen dann Reaction-Videos macht, obwohl ich mir ganz ehrlich sage, wenn mein halbstündiges Video über die IB dann auch von Sellner und vielleicht noch einem anderen Identitären kommentiert wird, dann wird das wahrscheinlich eine Stunde sein, wenn ich mich dazu wieder äußere und auch wirklich da in die Tiefe gehen muss, dann haben wir nachher irgendwelche Reaction-Videos von 3 bis 4 Stunden, die einfach kein Schwein mehr gucken wird. Da würde ich tatsächlich schon auch eine Live-Debatte vorziehen, da würde ich es auch schon interessanter finden, dass man dann nicht nur übereinander, sondern auch miteinander sprechen könnte, wenn es denn eben ein neutrales Boden gibt und wenn man da auch mitunter sich von versprechen kann, dass es doch irgendwo für die Zuschauer einen Mehrwert hat. Deswegen noch einmal zum Abschluss an euch die Frage, wie hat euch dieses Video gefallen, wie hat euch die Reaktion vom Sellner gefallen, was haltet ihr davon, sollte es eine Debatte geben oder nicht, was haltet ihr zu diesen von mir dargestellten Überlegungen in Richtung Pro und Contra. Vergesst bitte nicht, mich zu supporten und auch meinen Kanal zu unterstützen. Ihr findet auch den PayPal-Link wieder unter diesem Video und was ihr geben könnt, gebt es von Herzen. Es muss nicht viel sein, aber jeder Cent bringt mich weiter. Ich habe jetzt also schon im 4-stelligen Bereich wieder Technik anschaffen müssen, damit es demnächst mit Interviews und mit besseren Aufnahmen weitergeht. Es wird auch dann in besserer Qualität aufgenommen und gestreamt werden und das kostet leider alles Geld. Und da hoffe ich natürlich auf eure Unterstützung. Es haben schon sehr viele unterstützt. Ein ganz besonderer Dank hier auch an den Idefix. Der hat sich gewünscht, dass ich ihn persönlich für seine Spende hier erwähne. Also mein Freund, vielen, vielen lieben Dank für deine kleine Spende. Hab mich sehr darüber gefreut, auch für deine Mühen, die du auf dich genommen hast, um diese mir zukommen zu lassen. Wie gesagt, was ihr geben könnt, gebt es von Herzen. Wenn ihr nichts geben könnt, bin ich natürlich auch nicht böse, aber seid euch gewiss, was ihr gebt, wird sehr hoch geschätzt und kommt zu 100% diesem Kanal zugute, damit es auch in Zukunft weitergehen kann, hier in verbesserter technischer Qualität und mit klarer Kante gegen dumpfe Parolen. So viel zur ersten Rights Reaction. Euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns diese Woche dann wahrscheinlich noch ein zweites und vielleicht, wenn ich es schaffe aufzunehmen, auch ein drittes Mal auf meinem Kanal.